Ja, hätte ich sonst ohne 187 wahrscheinlich auch meinen Weg gemacht, aber einen anderen Weg halt. Wenn die Leute sagen, bei Mercedes irgendwie, nee, er steht auf der Blacklist, weil er zu viel mit 187 rumhängt, okay, dann ist es halt so. Scheiß ich doch drauf. Ich bin so eine Mischung aus extrovertiert und introvertiert. Und das war dann das Wiedererkennungsmerkmal. Also so diese Trotteligkeit hat sich voll ausgezahlt. Und auf einmal klingelt dein Telefon. Und es hieß so, ey, Digi, bei Joe waren die und haben die Wohnung durchsucht. Mach dich drauf gefasst, kann sein, dass sie auch zu dir kommen. Dieses ganze Konstrukt mit mir und 187 funktioniert ja auch nur so gut, weil ich genau den gleichen Film fahre. Da hat sich so weit getrieben, dass er mich irgendwann umbringen wollte, sagt er. So eine Welt, die man nicht so häufig sieht. Und ich wollte einfach das erzählen, diese Geschichte, dass es auch normale Menschen sind. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ey, Digi, ich weiß nicht mehr, wo ich mich nächste Woche sehe. Ich habe immer Interesse gehabt, aber das ist alles so gekommen. Aber es war jetzt nie mein Lebenstraum, oh, ich will der größte Fotograf werden. Irgendjemand sagte mal zu mir, ich bin der Paul Rübke der Straße. Mein Job ist es doch, der Schatten eigentlich zu sein und nicht das Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch Fotografen, die viel besser sind als ich. Gibt es massenweise. Obama, weiß ich auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Also ich bin vor jedem Fotojob immer noch aufgeregt. Friendly Reminder waren eigentlich 3 Bücher. 6 Minuten waren wir weg. Wir laufen zurück, Scheibe eingeschlagen, alles weg. Warum hast du eigentlich angefangen hier mit deinem Straßenreport? Warum? Ja. Oder mein Fensterreport? Ja, dein Fenster. Warum hast du... Ich habe mir überlegt, ey, das ist deine Privatwohnung. Warum zur Hölle fängst du damit an? Und vor allen Dingen an einem Punkt, das kann auch jeder, jeder findet das auch raus. Ja, mir war langweilig und... Das ist die Scheibe schon. Das war irgendwas, in der Zeit ist irgendwas passiert auf der Straße und dann habe ich das gemacht. Und dann hat das Anklang gefunden und dann habe ich es immer wieder gemacht. Und weißt du noch, bei meinem alten Büro gab es ja diese Laterne, die immer beklebt wurde. Ja. Das war ja auch super witzig. Und dachte ich kurze Zeit, okay, ich mache jetzt das so wie die Laterne, wird jetzt einfach diese Straße und ich mache diesen Fensterreport. Und das war auch ganz kurze Zeit so, oh, ich kann dieses Büro nicht loswerden wegen dieser Laterne irgendwie und wegen diesem ganzen Ding. Dann sind wir da rausgeflogen, dann musste ich es ja loswerden, so gesehen. Und dann, weiß ich nicht, lange Weile. Ich denke mir so, also ich schütze Privatleben wirklich. Ja, aber cool. Ich glaube, hier in der Schanze, dadurch, dass ich hier immer rumlaufe, wird man hier komplett, also die Leute sehen mich ja jeden Tag hier. Und dann werde ich relativ in Ruhe gelassen. Das Einzige, für die es interessant ist, ist es für Leute, die nicht von hier kommen wahrscheinlich, die dann so denken, oh krass, da wohnt er. Und die wissen auch nicht, wo ich wohne. Also die wissen ungefähr, wo ich wohne, aber der Eingang ist ja nicht, wie man da hinkommt. Das ist ja nochmal der... Das Lustige ist, ich weiß nicht, wo dein Eingang ist. Ja, siehst du. Aber sag mal, was machen wir jetzt? Also wir haben ja heute eigentlich, kann man das erzählen, ja. Wir haben heute den 12. Juli. 12. Juli. Es ist 10 Uhr und wir beide haben uns um 10 Uhr verabredet, weil wir gesagt haben... Oder du gesagt hast, ist geil, weil jetzt kommen die Bücher. Ja, jetzt kommen sie nicht. Jetzt kommen sie nicht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, sag du. Hast du sonst noch was zu tun? Dürfen wir in deine Wohnung? Ja, wir dürfen in meine Wohnung. Ich muss Sachen packen. Wir können beim Packen dazu. Wir können, weiß nicht, ich muss noch einmal, so viel habe ich gar nicht mehr zu tun. Hier ist alles eigentlich jetzt. Aber dann lass uns auch Sachen packen, dann holen wir uns auch was Leckeres zum Frühstücken und dann... Ich bin nicht so warten wir auf die Bücher. Machen wir gerne. Ja, dann von mir schon wieder einen frisch gepressten Orangensaft. Oder was du. Ja, super. Was Menschen wie du, die nicht schlafen und nur reisen, quasi zu sich nehmen zwischen den Reisen. Ja, aktuell fast nur Wasser. Ja? Ja. Und Cola Zero. Du hast auch einen krassen Fitness-Trip gehabt, ne? Jetzt gerade. Ich bin voll drin. Ja. Kannst du mir sagen, wann das gekommen ist und warum? Das kam, als ich mich auf die Waage gestellt habe und 98 Kilo gewogen habe und dachte so, okay, jetzt entweder überschreite ich die 100er-Grenze und sage, es wird jetzt alles scheißegal und ich fresse einfach nur noch weiter. Ja. Oder ich tue jetzt was für meine Gesundheit und werde mal wieder ein bisschen fit. Und dann habe ich meine Ernährung ein bisschen umgestellt, bin da relativ schnell auch relativ fit geworden. Also so viel abgenommen. Und dann habe ich dazu jetzt gedacht, so, okay, dann kann ich jetzt auch Sport machen eigentlich. Und dann bin ich da relativ schnell, ich habe ja früher auch immer gelaufen und jetzt aber auch so anderes Fitness. Und dann wurde ich da so ein bisschen von so einer Freundin von mir so zu gedrängt, das war so ein, ich wollte immer die ganze Zeit Sport machen und habe immer gesagt, so, okay, morgen mache ich. Und dann war ich mit einer Freundin zum Mittagessen verabredet und meinte so zu ihr so, ey, komm. Und dann meinte sie zu mir, ja, ich gehe jetzt einmal zum Sport und dann danach sage ich dir Bescheid, dann lass treffen. Und dann meinte ich so, ja, cool, ich auch. Und sie so, wie, du auch? Ja, ich gehe jetzt auch zum Sport, weil ich habe mir halt immer vorgenommen, habe nie gestartet. Meinte sie so, wirklich? Nicht so, naja, ich nehme es mir mal vor, aber ich starte nicht. Und sie macht so Kurse und hat sie mich einfach dafür angemeldet. Ach. Und meint dann so, ja, jetzt musst du mitkommen, sonst kostet das Geld. Dann war es so, okay, fuck. Und das war der Startschuss. Und dann habe ich angefangen wieder zu laufen. Und dann bin ich, bei Laufen war ich relativ schnell drin. Bin, glaube ich, mein 7. Lauf war direkt 20 Kilometer. Okay. Und ja. Aber ey, mal ganz ehrlich,
das ist doch, das betreibst du doch wahrscheinlich jetzt genauso und ich nenne es mal so positiv exzessiv. Ja, ja, komplett. Wie alles andere in deinem Leben, oder? Ich kann nicht ein bisschen machen. Ich muss, Digga, ich bin in 2 Fitnessstudios mittlerweile, laufe noch irgendwie alle 3 Tage irgendwie 14 Kilometer. Das ist so ein Mensch, der extrem ist. Eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Also eigentlich nicht, aber eigentlich ja, aber eigentlich auch nicht. Weil du relativ schnell überall reinkommst, das ist gut. Aber du treibst es auch relativ schnell auf die Spitze. Aber wie kriegst du das hin? Wie geht's dir? Mario. Ah, sehr gut. Weißt du? Von da Mario, dem Restaurant. Ach, der ist das? Das ist der Chef. Ach ja, okay. Yeah. Ja, geil. Schnellste Italiener. Ja. Wie kriegst du das alles in deinem Alltag auch noch unter? Denn ich meine, man kann die Situation erklären. Die Bücher sollen heute kommen und du bist jetzt auf dem Weg in den Urlaub. Heute Abend geht's in den Urlaub, aber also quasi ans andere Ende der Welt. Aber auch nur für 2 Tage, weil dann musst du wieder zurück. So, wie kriegst du dann auch noch solche Sachen? Wie kriegst du das organisiert? Also ohne den Schlaf komplett aufzugeben. Aktuell klappt es irgendwie. Keine Ahnung. Ja, irgendwie. Gut, zum Beispiel, dieses Laufen war auch eine Zeit lang so, dass ich hocke ja auch manchmal relativ lange vorm Rechner mit Schneiden und so. Und dann bin ich so genervt. Und dann denke ich so, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann gehe ich halt mal eine Stunde laufen einfach. Ja, nee, nicht nachts um 3, aber so zwischendurch einfach mal scheiß drauf. Einfach mal sagen, scheiß drauf und dann macht man das. Und dann geht ja auch mit ganz anderer Energie wieder an die Arbeit ran. Darum funktioniert das Ganze. Also irgendwie geht es immer. Laufen geht ja auch, ich nehme die Sachen jetzt mit auf Tour. Während wir morgens alle aufstehen oder noch pennen um 10, gehe ich halt in Innsbruck in den Bergen irgendwie laufen. Also, geil, geil. Eigentlich müsstest du da, bist du schon Fitness-Influencer auch eigentlich? Hey, ich habe auf jeden Fall so 1-2 Deals, ein Deal am Laufen. Ja, siehst du. Es, ehrlicherweise ist ja auch nur logisch, mit ein bisschen Reichweite und dem dann intensiven, exzessiven Schritt, sowas zu machen, dass das entsteht. Ja. Das gehört ja auch ein bisschen zum Business. Hey, und das bockt wirklich, bringt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich war noch nie so krass drinne. Also klar, in meiner Jugend habe ich auch viel Sport gemacht. Da war ich auch gut drinne so. Aber ich war, ich glaube, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, war ich nie noch nicht mehr so drin im Sport wie jetzt. Ja, geil. Und ich mag das auch. Ich hab das mit mir auch immer in Etappen, gerade die letzten, ich muss ehrlich gestehen, ich meine, gut, ich werde auch älter. Aber die letzten 2-3 Jahre ist es sehr krass schwierig geworden aufgrund meines Pensums, das ich habe, mit allem drum und dran. Kennst du auch? Und ich bin genau in diesem Punkt mit, ich gehe morgen. Genau. Und, das also, und wenn du es einmal lustig, dann findest du diese Zeit. Jetzt auch zum Beispiel, wo waren wir denn? Auf irgendeinem Festival noch? Was waren das? Rolling Loud und Frauenfeld, da waren wir auch im Hotel, da gibt es ein Fitnessstudio, dann gehst du da mal kurz. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, scheiß drauf. Hauptsache, du machst irgendwas. Irgendwas. Und ja. Und der Rest ist eh Ernährung. Und ich bin aber eh so ein, guck mal, ich bin eh nicht so ein guter Esser. Also darum nehme ich relativ schnell ab, weil ich bin nicht so ein Genießeresser. Ich esse gerne schon, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt so, boah, ich sitze jetzt auch in Restaurants und esse richtig lange und so. Ich esse und dann stehe ich auf und gehe weg. Und mich nervt das auch tierisch, wenn Leute langsam essen oder sonst, wenn ich da noch rumsitzen muss und sonst irgendwas. Also, ja. Aber, mal abgesehen davon, dass das gesundheitlich dir dann dadurch jetzt ja besser geht, wie geht's dir gerade insgesamt? Sowohl als Privatmensch, aber auch als die öffentliche Person, was kalkuliert? Ist bei mir ja relativ ähnlich, Privatmensch und öffentliche Person. Gut, aktuell geht's mir sehr gut. Es bewegt sich viel, das finde ich gut. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren viel auf der Stelle getrabt ist und sich vieles wiederholt hat. Und jetzt habe ich so tatsächlich seit einer Woche das Gefühl, dass Anschwung ist auf was Neues. Anschwung heißt, weil es gibt ja Dinge, für die du klar gestanden hast in den letzten Jahren. Ja. Und das ist natürlich deine Verbindung zu 187. Ja. Aber auch immer wieder Spitzen, Punkte, kleine Inseln, wo du dann mal mit Marken Jobs gemacht hast. Ja. Oder mal auf einmal mit Influencern eine eigene Marke aus dem Boden stampfst oder so. Heißt, du merkst auch, du brauchst auch diese Gesamtbewegung, dass mal wieder irgendwas komplett anderes komplett, da ist? Komplett. Du bist auch. Du musst auch Künstler da sein, sonst rastest du auch. Wie lange auch willst du das Gleiche machen? Ja, ich kann mich dran erinnern, ich weiß gar nicht, wo das war, aber dass du schon ganz schön lange in Hamburg bist. Ja. Und ich ehrlicherweise kann mich dran erinnern, wir haben ja schon privat und dann mal gesprochen, in Formaten und diesen Satz sagst du ziemlich oft. Ja. Also, ist das ein Zeichen dafür, dass du weit weg bist? Oder bist du gesettelt? Fühlst du dich wohl hier in deiner
schlimm. Hood. Ich fühle mich wohl in meiner Hood tatsächlich, aber boah, ein bisschen ab. Also ich weiß noch nicht, wird jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren, glaube ich, wird es nicht sein. Aber, danach, aber du wirst nicht, du wirst ja nicht alt werden wahrscheinlich. Ja, das okay. Kann man wahrscheinlich sicher sagen. Ne? Weil wer weiß, wie es kommt, aber wenn ich mich jetzt, wenn ich es mir aussuchen könnte, auf jeden Fall nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass du nach wie vor, und wenn man deine Geschichte kennt und sich das alles angehört hat, also wenn morgen dir das Angebot kommt, ey, Arbeitsvisum LA und ja, ciao. Du arbeitest, ciao. Ne? Ciao. Sofort. Ja. Kommt auf die Arbeit an, aber ja, klar. So, ja. Das ist bei dir schon immer irgendwas mit der Kamera, die ich drehen wird. Das ist schon vollkommen richtig. Aber ich finde halt, ist so spannend zu sehen, wie du als Marke, als Person über die Zeit es auch geschafft hast. Also die Leute verbinden diese Stadt und dich sehr stark miteinander, aber nicht, was ja auch im Zweifel eine Gefahr gewesen wäre, als du diese enge Verbindung zu 187 aufgebaut hast, als Teil davon, sondern schon auch als eigenständige Marke, als eigenständigen Typen. Ja, das stimmt. Es ist so beides. Ich werde als Teil von 187 gesehen, genau. Aber auch als Pascal Kerouche, der Fotograf. Und ehrlicherweise ist das ja, also es ist ja auch also Fluch und Segen, gefährlich, ungefährlich. Es ist ja nicht ohne, wenn du in deinem Job die Leute denken, ja, das ist doch Teil von 187 und dann lesen sie ja, Bildschlagzeilen. Komplett. Das hat dir wahrscheinlich in der Vergangenheit auch oft genug Probleme gemacht. Mercedes Blacklist, Porsche-Job musste meine Agentin ein Statement abgeben zu Waffengewalt und Gewalt allgemein und Drogen und all so ein Kram. Also, ja. Mit gefangen, mit gehangen. Und auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viele Vorteile dadurch. Ja. Das also ist halt so Fluch auch. Und Segen, wie du sagst. Ne? Aber in dieser Stadt und in diesem Viertel so bekannt zu sein und auch durch diese 187-Ästhetik quasi Teil davon zu sein, würdest du sagen, war eher zuträglich für dich in den letzten Jahren, auch in der öffentlichen Darstellung? Ja, schon. Zuträglich im Sinne von, dass es positiv war. Ja, genau, ja. Ja, klar. Also diese Followerschaft und so habe ich ja viele auch natürlich durch, die sind viele auf mich aufmerksam geworden durch 187. Das hat natürlich sehr geholfen. Für andere Sachen, für die Buchsache zum Beispiel, dass das nochmal auf ein nächstes Level kommt oder sonst irgendwas. Klar hätte ich sonst ohne 187 wahrscheinlich auch meinen Weg gemacht, aber einen anderen Weg halt. Und so, also ich glaube, da habe ich auch profitiert von sehr. Aber die Frage. Dann profitiere ich ja immer noch. Ja, aber ich frage mich, wie bewusst du selber damit umgehst, an einer Stelle zu sagen, also wir haben jetzt schon eine schöne Linie auf dem Boden. An einer Stelle bin ich 187. Ja. An einer Stelle muss ich aber kurz übergehen, ich bin Pascal Kerouche. Ja, das sind meine Freunde und Familie, wie du es auch immer beschreibst. Aber ey, ich bin, also du musst ja manchmal vielleicht sagen, aber eigentlich bin ich Pascal Kerouche. So, geht das noch oder ja, aber es ist ja auch, nee, das ist nicht mehr nötig. Nee? Nee. Warum? Ja, weil du meinst, weil du denkst, nein. Also am Ende des Tages bist du Fotograf, der natürlich auch dort Jobs und ja, und, klar. Und aber ey, die Leute, da kannst du eh nicht, wenn die Leute sagen, bei Mercedes irgendwie, nee, er steht auf der Blacklist, weil er zu viel mit 187 rumhängt, was soll ich denn da muss ich mich doch nicht mehr erklären. Dann ist so, okay, dann ist es halt so. Scheiß dich doch drauf. Also, dann ist es so. Dann gibt es wiederum Leute, die es cool finden, die sagen so, ey, cool, ist ja doch ganz witzig sind ja doch, oder dann lernen die mich kennen oder lernen irgendwelche Leute von 187 kennen und dann sagen die, ah, guck mal, der Bones ist ja doch ein ganz netter. Ja. Und lernen Jesus kennen, wenn ich hier irgendwie mit Kunden beim Essen bin und dann kommt der vorbei, sagt mir Hallo und rede kurz mit mir. Oder ich lade die auf Konzerte ein und dann sagen die auch so, ach krass, die Jungs sind ja doch, also es ist ja immer diese Außenwirkung. Das ist das, was ich mir auch schon ein bisschen gedacht habe. Sobald man ein bisschen über den Tellerrand guckt, sieht man ja, dass es auch ganz normale Menschen sind. Was krass ist bei dir, ist, und das zieht sich durch alle Bücher und auch durch dieses, dass du es irgendwie geschafft hast, wie so ein Access-All-Area-Pass um Hals, dich in allen Welten. Ja, überall, ne? Das ist krass. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber das ist so absurd. Das sagt auch Olaf immer wieder, mein Ziehvater so gesehen vom Play Studios, der mir Fotografie so gesehen nochmal einen Schritt näher gebracht hat. Und der sagt das auch immer, so, ey, egal in welcher Welt, du bist sowieso ein Chamäleon. Bones sagt das auch immer, ich kann überall, kannst du mich reintreten und irgendwie, ich komme klar. Es ist wirklich, es ist in jedem Land so, es ist in jeder Gesellschaftsklasse so, es ist ganz absurd. Klar gibt es auch Orte, wo ich mich unwohl fühle, aber
Wann war denn das das letzte Mal? Als ich mich unwohl gefühlt habe? Ja. Boah, als ich das erste Mal in diesen Sportclub gegangen bin. Ey. Ich habe mit dieser Freundin, ich meinte so, ey, ich komme da hin, so, aber du musst mich vor der Tür abholen, ich gehe da nicht alleine rein und so. Also wirklich, das ist so, ja. Weißt du, jetzt, ich komme dir nachher noch mit Geschichten wie Gang-Rivalitäten in den Ey, da haben wir dann keine Probleme, so. Aber du erzählst ja, der Sportclub geht durch die Tür, so, Digga. Keine Ahnung, das ist so, aber ich bin auch so ein Typ, Ich bin so eine Mischung aus extrovertiert und introvertiert. In ganz vielen Situationen bin ich sehr extrovertiert, aber so in ganz vielen Situationen, sobald ich mich irgendeine kleine Sache, das mich irgendwie unwohl, dann ziehe ich mich so komplett zurück. Also ist so eine ganz komische Sache. Ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus. Wahrscheinlich, ja. Denn das, was mir, also, oder, da, nee, da reden wir nachher noch drüber, weil ich mich auch immer frage bei der Highlight-Dichte, die du hast. Und ehrlicherweise, gut, die Frage kann ich mir im Zweifel selber beantworten, aber aus deinem Blickwinkel mal, dort auch immer wieder die Haltung zu behalten und die eigene Position und auch die Füße auf dem Boden zu halten. Ist dieser Schutzmechanismus dazu da quasi? Boah, weiß ich nicht. Ne? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Aber die ist manchmal auf dem Boden geblieben, so mäßig, dass ich nicht so... Du könntest ja auch jedem erzählen, dass du der Krasseste bist. Ja, aber das checke ich halt nicht. Das ist doch... Das sagen voll viele so, auch immer so zu mir so, boah, ich finde voll krass, wie auf dem Boden du geblieben bist. So, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es in meiner DNA so krass drin, dass ich es gar nicht checke, was immer die Leute meinen. Weil wie soll ich denn sonst hier rumlaufen und jetzt, wenn du mir Hallo sagst, soll ich den nebenher grüßen oder was? Oder wenn irgendein Typ da, irgendwie der Friseur da rauskommt und sagt, hallo Pascal, soll ich denn nebenher Hallo? Das ist doch, hä? Natürlich sage ich dann doch Hallo. Also was ist denn, wie, das ist doch das Unsympathischste, also es ist einfach nicht... Ich würde mich doch selber wie so ein Trottel fühlen, wenn ich nicht mehr zu Leuten Hallo sage, die irgendwie mich grüßen oder irgendwie sonst irgendwas. Oder so, soll ich jetzt hier rumlaufen so, ey Diggi, ich habe Snoop Dogg fotografiert und jetzt du, was willst du hier mit deiner Leiter? Also was, also verstehe ich nicht, was ist der Sinn der Sache so? Ich finde es eher unangenehm, wenn er so, also darum. Aber sagen wir mal so, du bist in Welten unterwegs, wo du auch schon genug Menschen erlebt und gesehen hast, die genau das machen. Ey, ich stehe auf dieser Bühne, was willst du von mir? Ich habe das gemacht. Diese Welt, in der du unterwegs bist, lebt ja auch schon ja, sehr oft davon, dass Leute erzählen, die sind die Geilsten. Ja, aber ich verarsche das dann immer. Und dann holt man die immer ganz schön runter und dann ist so irgendwie... Ich nehme das halt nie so ernst. Ich mache halt immer Witze drüber und dann ist so... Ich weiß nicht, also vor mir machen das auch nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Was wollen wir? Ist denn dieses aber in allen Welten zurechtkommen, würdest du sagen, das ist deine Superkraft? Oh, das stimmt so ein bisschen. Ich glaube ja. Ich habe da sehr viele Fragen zu. Und die gehören auch zu diesem Buch. Weil da sind auch Sachen, also auch mal wieder so ein paar Sätze drin, wo ich auf jeden Fall Fragen zu habe. Und ich würde sagen, den ersten Punkt davon, den klären wir mal in deiner Wohnung. Weil um die geht es nämlich für mich in einem der nächsten Themen. Das ist Privat- und Arbeitsplatz zugleich. Ja, also pass auf, ich habe vorher das Büro da vorne gehabt. Warum hast du es nicht mehr? Weil das war eigentlich eine Wohnung tatsächlich. Ja. Und wir haben das ja mit mehreren Freunden geteilt. Und zu Corona, dann wurden wir so geduldet da. Die haben dann irgendwann gecheckt, dass es ein Büro ist. Dann wurden wir da so ein bisschen geduldet, weil es auch Hausdurchsuchungen da und so gab. Und dann haben die das halt gesehen, dass jetzt Arbeitsplatz genutzt wird. Dann wurden wir da so ein bisschen geduldet, weil unter uns war immer eine Bar und ein Restaurant. Das hat immer gestunken theoretisch und war super laut bis spät in Nacht. Und während Corona kam, hat diese Bar dicht gemacht und ein Café sollte reinkommen. Und mit dieser Entscheidung, dass da ein Café reinkommt, dachten sie, okay, ab jetzt wird es ja ruhig. Und dann haben wir direkt die Kündigung bekommen. Wir haben halt auch kaum Miete bezahlt, ne? Weil das halt so ein super alter Mietvertrag war. Dann haben wir direkt die Kündigung bekommen. Da hatte ich aber schon die Wohnung hier, die so, ey, ich habe Ewigkeiten, ich habe bestimmt 5 Jahre nach einer Wohnung gesucht, weil ich war in so einer Sozialwohnung, habe ich gewohnt mit Schimmel in der Küche und alles so richtig übel. Und ich wollte aber immer in so eine Altbauwohnung und bla, und das ist jetzt so. Und dann hat die sich so aus Zufall angeboten tatsächlich. Also so eine komplett normale Besichtigung auch und so. Ich komplett. Ach krass. Ja, ja, mit so anderen Leuten und nichts. Nein, gar nicht so. Und ich kam da so an. Mit deiner Mappe? So, nee, ich hatte nicht mal eine Mappe. Alle hatten so eine Mappe und ich kam mit so einem Zettel an und meinte so, ja, hier. Und ich meinte so, ah, ich habe dann so auf Corona geschoben und meinte so, ja, es dauert alles noch ein bisschen. Wegen Corona arbeiten die alle gerade so ein bisschen. Also ja, wird schon stimmen. Und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und meinte so, hey, wenn du willst, kannst du die Wohnung haben. Und dann hieß es so danach, so bei dieser Unterschrift für die Wohnung war so ein bisschen die Frage so, ja, warum eigentlich? Also wie entscheidet sich das? Und meinte er so, ey, ganz ehrlich, da sind so 20 Mappen auf meinem Tisch hier. Ich weiß eh nicht mehr, wem die gehört, aber ich wusste irgendwie, sympathischer junger Typ irgendwie mit Kind. Und er wusste, dass ich nur diesen Zettel hatte. Ja.
Und das war dann das Wiedererkennungsmerkmal. Also so diese Trotteligkeit hat sich voll ausgezahlt. Und dann, ja, dann habe ich so eine 5-Zimmer-Wohnung da bekommen. Und dann war es so, dann ein Zimmer ist so relativ weit abseits. Und das ist dann so das Büro so gesehen jetzt geworden. Da gehen wir jetzt hin. Können wir gerne machen. Der Wahnsinn losging, habe ich mit Bones ein Gespräch fürs Heft damals geführt. Das war 2016. Ja. Und da haben wir uns auch unter anderem darüber unterhalten, dass er die Goldauszeichnung alle so Quatsch fand, ja, weil er meinte, diese 300 Euro dafür ausgeben, dass man so ein Ding ist da, teuer, ne? Ja, ja, findet alles richtig Banane. Ja. Dann bin ich ein paar Jahre später bei der Verleih irgendwo davon 100 an der Wand hängen, ja, ja, was auch so wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Aber auf deiner Seite ist es ja auch irgendwie, wie du schon sagst, einfach eine krasse Beschreibung der Legacy und dem, ja, von dem, was die Jungs geschaffen haben. Und du ja auch so ein bisschen Teil davon bist. Und das Buch, das du jetzt machst, das jetzt rauskommt, das erzählt ja auch einen entscheidenden Teil dieser Geschichte. Ja, voll. Kommen wir aber nachher noch zu, denn es gibt eine Stelle ganz am Anfang, die ich total interessant und wichtig finde. Und da wir in der Privatwohnung sitzen, muss ich diese Frage einmal stellen, weil du es auch geschrieben hast. Du beschreibst die Situation, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Hm. Und dass dein Sohn die Tür aufmacht. Ja. Und du nimmst das alles mit so ein bisschen so einem Charme und der Geschichte von, ja, ich nehme die Geschichte vorweg, das könnte aber. Ja. Und dann, oder ich sag, machen wir so. Und dann beschreibst du halt quasi auch mit ein bisschen Augenzwinkern die Geschichte nochmal und beendest sie damit. Aber. Da Privatperson, Pascal, was macht das mit, macht dich das nicht fertig? Oder also, weint da nicht das Vaterherz zu sehen, dass dein Kind in so eine Verbindung, also in so eine Situation kommt? Aufgrund deiner Arbeit? Nee. Schwierig. Nee, also ich bin da relativ emotional, kalt, kalt ist das falsche Wort vielleicht. Also klar ist das scheiße für ein Kind, wenn eine Hauslösung und Polizei vor der Tür steht. Und klar ist das auch ein scheiß Gefühl, auch für mich natürlich, wenn ich weiß, so okay, jetzt irgendwie, wenn irgendwie wir wieder was veröffentlicht haben und man weiß so genau, okay, es kann wieder eine Hauslösung kommen. Oder es gab diese einen Weihnachten, wo diese Geschenke ausgepackt wurden und überall waren Waffen drin. Und auf einmal klingelt dein Telefon und es hieß so, ey Digi, bei Joe waren die und haben die Wohnung durchsucht, mach dich darauf gefasst, kann sein, dass sie auch zu dir kommen und du dann Weihnachten vor deiner Familie stehst und sagst, ey, kann sein, dass gleich eine Hausdurchsuchung hier passiert. Ist scheiße, aber man gewöhnt sich irgendwie relativ schnell dran und es gehört irgendwie, weiß nicht, ich mach mir da auch nicht so einen Kopf. Also ich glaube, ich habe ihm das auch sehr gut erklärt, meinem Sohn und so, und meinte so, ey, guck mal, wir haben ein Video gedreht, das sah ein bisschen zu echt aus und die mussten einmal gucken, ob das wirklich echt ist oder nicht. Und dann ist es auch okay. Dann musste sogar zu dem Jugendamt und alles und musste mit denen reden. Und die war auch super entspannt und cool und hat uns, war so alles gut. Also von daher, keine Ahnung. Also natürlich ist es kacke für das Kind so. Und ich bringe ihn in Situationen, in denen kein normales Kind sein sollte. Aber ich kann diese Situation auch nicht vermeiden. Klar kann ich sie vermeiden, indem ich sage, so, okay, ich mache solche Arbeiten nicht. Aber diese Arbeiten bin ja auch teilweise ich. Also wenn man jetzt so, keine Ahnung, zum Beispiel als das so anfing damals mit 187, waren auch so ganz viele Leute irgendwie, die, zu mir hat natürlich nie jemand was gesagt, weil da spricht niemand, sagt niemand was. Aber so viele so Freunde oder alte Freunde oder Freunde aus dieser Fotowelt waren dann schon so ein bisschen zu Helen damals irgendwie so, im Sinne von, ah, schon krass, ne, jetzt diese ganzen Bilder mit diesen ganzen Drogen und Waffen und alles und jetzt hängt er da mit den Jungs rum und so. Und dann aber ist halt so die Sache, okay, ja, aber jetzt spulen wir 4-5 Jahre zurück, wo Pascal in New York war, guck dir mal das erste Buch an, guck mal, wie viele Waffen und wie viele Drogen in diesem Buch sind. Also es ist genau das Gleiche, nur ein anderes Land. Also es ist so ein bisschen,
ist so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen Teil von mir. Und ich stelle die Frage auch deshalb nicht, weil ich dir sagen will, sondern weil du es ja selber thematisierst. Cool. Und da steckten auch für mich so 2-3 Erkenntnisse drin, inklusive der Art und Weise, wie da schon dein Sohn offensichtlich der Lehrerin gegenüber reagiert hat. Ja. Dann auch, was ich mir vorstellen kann, wie das Verhältnis zwischen euch ist, aufgrund der Tatsache, dass er ja auch seit Tag 1 irgendwie mit drin ist und die auch alle als seine Onkels wahrscheinlich kennt. Und irgendwie am Ende ja auch ist, und das hast du schon richtig gesagt und mir so ein bisschen vorweggenommen, zu dem Weg gehört, den du seit Tag 1 gehst. Ist einfach so. Ja. Also dieses ganze Konstrukt mit mir und 187 funktioniert ja auch nur so gut, weil ich genau den gleichen Film fahre. Ja. Also deswegen. Deine Geschichte, den Weg, den du gegangen bist, das hast du jetzt schon an verschiedenen Stellen ausführlich erzählt. Genau, deswegen will ich das auch nicht durcharbeiten. Dankeschön. Ja. Und die Station, die sollte, wer es nicht weiß, jeder mit in, kann mit, alle unsere Podcasts hören, ja, genau. kann die Bücher lesen. New York anfangs, Snoop, die ganzen Geschichten. Es gibt aber ein paar Zwischentöne, die ich daran so interessant finde. Und die passen genau zu dem Punkt, den du eben gerade beschrieben hast, dass du sagst, es ist deren Realität und auch ein bisschen deine Realität. Denn auch wieder im Buch sagst du dann an irgendeiner Stelle Videodreh in South Central. Und dann waren da die es ist Bloods Area, und weil ich den einen von den Bloods kannte, deswegen cool, konnten wir da drehen. Ja, genau. Ja, und das sagst du so. Das sagst du so. Und das ist doch so, what the fuck? So. Warum zur Hölle kennst du in South Central irgendwo irgendein Blood als Weißbrot und bist dann, dass er, selbst wenn du ihn kennst, und bist dann aber auch noch auf dem Level, dass der bereit ist, dir überhaupt zuzuhören, um dann auch noch dazu zu kommen, dass der sagt, hier komm, die ganze Hut ist jetzt hier, ihr könnt jetzt hier drehen. Das sind ja mehr als, ey, ich kenne da einen, der sagt, das ist ja so, Bro, ey, Nico, Pascal, so, ich würde in der Schanze gerne drehen, ist das okay? Und dann sagst du, ja klar, kannst du drehen. Ja, komm, dreh überall, sag einfach meinen Namen und dann passt es. Ja, aber das ist ja ein anderes Level. Ja. Du, ich finde, das ist wieder das, was ihr sagt. Ich komme überall in allen Schichten, komme ich irgendwie, kriege ich Anschluss. Und ich kriege besser Anschluss bei diesen Menschen als jetzt irgendwie, keine Ahnung, Upper Class, nenne ich es mal, einfach so irgendwo, wo ich mich eher unwohler fühle als irgendwie, als so auf der Straße mit irgendwelchen, ja. Aber du lässt in meinen Augen, aus deiner Geschichte, du lässt einfach du lässt einen großen Teil der Geschichte lässt du immer aus. Genau wie, keine Ahnung, und dann war ich da und dann war ich auf einmal Tourfotograf von 50 Cent. Dann war ich auf der Party von Lil' Kim und dann war ich. Ja, aber wie, also das ist das wieder diese Superkraft. Wie zur Hölle? Mal ganz ernsthaft, ist der Weg wirklich so einfach und so schnell? Ja. Also und, aber wie, einfach, wie zur Hölle kriegst du das hin? Ich weiß es doch selber nicht. Diese Leute, ich unterhalte mich mit den Leuten, ich stelle vielleicht die richtigen Fragen, ich mache immer ab und zu Witze und verarsche die Leute auch, egal wer es ist. Aber dann lass uns mal eine Szene nachspielen. Was war es? BET Awards Atlanta? Oh. Roter Teppich? Nee, das war, was meinst du, mit Snoop oder was? Nee, BET Awards ist was anderes. Okay, nee, ja. Nee, warte mal. MTV Awards New York meinst du? Ja, MTV Awards. Du auf roter Teppich fotografierst. Das heißt, gehen wir zurück in den jungen Pascal Carouge, der noch nicht so ein internetrelevanter Fotografen-Motherfucker war. Das heißt, du bist ein No-Name. Ja. Du gehst dahin. Also es ist klar, du nutzt diese Situation, du kannst einen roten Teppich, das heißt, du kriegst irgendein Foto. Das ist vollkommen klar. Das ist das, was du ne? Ich dachte immer. Ja, genau. Einfach auch, ist ja auch logisch. Okay, so kriegst du ein bisschen was fürs Portfolio, hast ein paar Namen. Ja, genau. Da stehen neben dir wahrscheinlich immer noch 50 andere, die das genauso machen. 100 andere Leute, die alle so dich so wegdrängen mit Ellbogenpolitik und so. Und ich das, stand da und 10 das bist du nicht. Nee, nur ich stand da 10 Minuten, dann bin ich weggegangen. Hab mich so abseits hingestellt. Und das ist ja aber auf deinem Weg schon so, da bist du ja schon ein paar Jahre unterwegs. Und da hast du ja auch schon so. Da kannte ich auch schon ein paar Leute. Ich kannte Alicia Keys, war ich schon dicke mit und so. Also die waren da auch auf dieser Party oder irgendjemand war Alicia Keys Freund damals, ist daran vorbei, war auch so, ey Pascal, was machst du denn hier und so. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Aber woran, also dann nochmal kurz davor, weil ich finde, das ist auf deinem ganzen Weg ehrlicherweise die tatsächliche Zauberkraft, die du hast. Weil du beschreibst, das ist immer so lapidar und das sind Dinge, davon hast du Highlight in deiner Vergangenheit schon, bevor du überhaupt 187 gekommen bist, hast du schon 20 solche Highlight-Momente gehabt, wo du einfach erzählen kannst, ich kenne den einfach, was andere wahrscheinlich in ihrem Leben niemals hinkriegen werden. Und um diese Superkraft geht es mir. Ist das ein, du bist ja schon, also bist du schon fokussiert darauf, weil du weißt, ich komme an Alicia Keys,
Ich weiß, ich möchte ein Foto von Alicia Keys machen, deswegen muss ich da ran. Ich habe ein Foto von Alicia Keys gemacht. Okay, aber dann, ja, aber, aber, du, ja, aber ich weiß, du willst ein Foto haben, ja, ja. Deswegen ist der Weg, wie du zu diesem Foto kommst, quasi der Antrieb und der öffnet dann links und rechts alle Türen? Nö, der Antrieb ist einfach die Neugierde irgendwie, keine Ahnung, diese, ich bin nach New York gegangen irgendwie und dachte, okay, ich guck mal, was passiert und dann ist das halt. So wie du hier irgendwie, wie hast du denn Johnny kennengelernt? Ehrlicherweise, ich glaube, im Auto von Lucky. Also aber auch so Zufall. Ja, ja, genau. Und weil es alles eine kleine Welt ist. Ja. Und genauso ist es in New York ja auch. Also das ist auch eigentlich eine kleine Welt. Kennst du allen. Und dann das stimmt allerdings, das habe ich auch und jetzt. Und dann kennst du ja irgendwie, bei Alicia Keys war es damals der DJ, mit dem ich dicke war. Und dann bin ich mit denen um die Häuser gezogen irgendwie und dann auf einmal sitzt du im Studio mit Alicia Keys. Dann lernst du Alicia Keys kennen. Und irgendwie, und ich sag mal so, wenn du, ich bin ja auch kein aufdringlicher Typ und dann bist aber, du netter aber das finde ich so spannend. Du bist ja kein aufdringlicher Typ. Du bist ein ich glaube, vielleicht hilft das, weil die denken, ich behandle jeden Menschen gleich. Ich bin jetzt nicht so, oh ja, ich fasse jetzt niemanden mit Samthandschuhen an oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das macht viel aus, dass die Leute wissen, okay, krass, mit denen kann man sich auch unterhalten, ohne dass ich sitze ja nicht gleich so dann vor Alicia Keys und sage, ja, und damals bei dem Song und oh, das und das und das, sondern so. Und du versuchst auch nicht nach zwei Nummern, zwei Minuten Nummern auszutauschen. Gar nicht, so. Ich versuche auch nicht nach zwei Minuten ein Foto zu machen. Das ist dann so ein bisschen so, ja, okay. Ja. Also. Weil das ist der erste Teil, der glaube ich, der Superkraft, die dich in deinem ganzen Leben überall immer durch die Tür gebracht hat. Ich meine, Snoop Dogg. Ich war in New York mit dem 3 Tage rumhängen, jeden Tag. Ich habe keine E-Mail, keine Telefonnummer, gar nichts gehabt nach den 3 Tagen. Erst nach L.A. gegangen, ich bin in New York geblieben. Das kam mir alles erst danach, weil ich ihm dann über Ecken diese Bilder zukommen lassen habe bei dieser Listening-Party. Aber da war gar nicht so, ey, ja, jetzt gib mir mal deine Nummer oder so. Aber ist das auch bewusst oder ist das dann auch Nein, es ist vielleicht so Trottelheit, ich denke da nicht drüber nach. Ich denke mir dann so, nee, Schüchternheit gar nicht, aber ich denke so, weiß nicht, ich nicht. Also früher in so vielen, habe ich in vielen Momenten noch gar nicht nachgedacht. War so, hä, warum denn? Ich bin doch eh in New York, erst in L.A., was soll ich denn in L.A.? Also so. Aber ja, weil ich denke mir so, weil das für auch wieder, und das versuche ich ja so ein bisschen auszuschlüsseln für Leute. Ich hätte vielleicht, die Frage ist, hätte ich es krasser ausgenutzt, wäre ich vielleicht auf einem ganz anderen, dann wäre ich vielleicht auch noch weiter, aber ich bin ja jetzt auch an einem guten Punkt. Also, ja, genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich, also, du hast viele Momente, in denen du Opportunities wahrscheinlich ausgelassen hast und es hat dir trotzdem nicht so viel geschadet. Ja, das stimmt. Weil der Weg der richtige ist. Und da komme ich nämlich zur zweiten Hälfte. Ich aus den Geschichten, aus dem ganzen Leben, so quasi wie ich mich rausziehe. Was ist der Antrieb in dir, der dafür sorgt, dass du über diese Absperrung rüberspringst, um auf die Party zu kommen? Ist das am Ende diese Hip-Hop-DNA? Ja, das ist diese Hip-Hop-DNA. Ja, ja. Ey, ich habe, glaube ich, selten in meinem Leben für Konzerttickets bezahlt. Ich habe so mit meinem besten Freund Leroy, das fing an in Schwimmbädern, sind wir über Zäune geklettert, immer. Das war immer so, bei uns als Kinder war es immer die Challenge, okay, wir waren auf Festivals umsonst. Ich habe noch nie in meinem Leben Festivalticket, glaube ich, gekauft. Wirklich nicht, ich weiß es nicht. Clubs immer umsonst rein, irgendwie mit irgendwie Namen von David Luther immer genannt. Solche Sachen, überall immer irgendwie, das war einfach so wie manche Leute irgendwie so, keine Ahnung, vergleichen wir es mit immer in irgendeinem Laden sind und irgendwas klauen müssen, so Kleptomanen sind und sagt so, oh komm, ich muss jetzt irgendeine Sache muss ich jetzt mitnehmen. Ja. So waren wir immer mit, ey, wir müssen da irgendwie umsonst reinkommen. Ja, kaufen uns Ticket. Nein, Stress drauf, wir kriegen das schon so hin. Ja, okay. Und das war immer so dieser, nicht dieser Adrenalin-Push, aber es war immer so diese Challenge. Und das war meist geiler als alles, was dann passiert ist. Dieses Dings, komm, wir gehen auf das Konzert. Und dann, als wir auf dem Konzert waren, war diese Euphorie, war schon geil, Digga, wir haben es geschafft, wir sind wieder drin. Das Konzert war eigentlich egal. War eigentlich egal. Ey, wir haben uns in Flughäfen reingegangen. Wir waren am Hamburger Flughafen, wenn einer von uns in Urlaub war, hat der andere dem Gate abgeholt. Also so absurd ist es. Also das ist so, Digga. Ja, aber da steckt die DNA drin. Und da steckt dann auch das drin, was in diesen Büchern, und hier liegt 207, das Neue ist immer noch nicht da. Ne? Wie sieht es mit dem Liefertermin aus? Ja, heute, jetzt gleich. Okay, hoffentlich. Es sollte ankommen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ne? Ich habe irgendwann diese E-Mail bekommen, wo das mit so einem Bild drin, dass alles fertig ist. Und die haben mir irgendwas geschrieben und dann meine ich so, hä, wie, ist fertig oder was? Und dann haben die mir ein Bild geschickt und dann habe ich das Bild, ich habe diese E-Mail einfach nicht gesehen. Die ist so irgendwie, die war als gelesen markiert, irgendwas. Und dann wollte ich dir am nächsten Tag irgendwas schicken. Und suche so diese E-Mail und sehe in dem Moment dann irgendwie, ach krass, hä, was ist denn da, das ist ja eine neue E-Mail gewesen. Hä, das Bild habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und gucke dieses Bild einfach so, ach krass, das Buch ist fertig. Und jetzt, ja,
Ich habe es selber noch nicht in Hand, ich bin sehr aufgeregt. Ja, wir warten mal ab. Ja. Wir werden auch noch ein bisschen über den Prozess da sprechen, denn da gibt es ja auch Dramen drin. Ja. Du hast ja viel von dem, aber wer dir folgt, kriegt dir eigentlich auch alles mit. Ne? Das sammelst du ja nicht ganz transparent ein. Ich bin noch so ein kleines bisschen bei dem Grund, warum du eigentlich so bist, wie du bist. Denn das ist, und nochmal, die Geschichte könnt ihr euch überall an allen anderen Stellen zusammensammeln, aber finde ich schon ein krasses Phänomen. Und das, was du so, was ich beschrieben habe, in den Texten so in einem Nebensatz so erzählst. Aber das ist auch so, guck mal, ganz viele Leute sagen das immer, ich ziehe solche Situationen auch immer an. Ich rutsche auch einfach in solchen Situationen rein. Also es gibt ganz oft so Sachen, wo so zum Beispiel, ich war mit Daniel Obradovic, kennst du auch, ne? Ja, klar. Wir waren auf Tour mit St. Pauli irgendwie. Die haben so, St. Pauli hat eine Punk-Rock-Band gesponsert in Kalifornien, die Tour gesponsert, keine Ahnung, das war so ganz komisch. Und wir waren damit auf Tour, als Kameraleute irgendwas. Und dann waren wir in San Francisco und wir hingen einfach nur vor so einem Club rum. Wir haben nichts gemacht, wirklich gar nichts. Und da kamen bestimmt 5 Leute an, die alle irgendwie krass aussahen und irgendwie mit mir ins Gespräch gekommen sind, warum auch immer. Und da meinte Daniel auch so, ey, Digi, du ziehst, wieso du, wenn da 100 Leute stehen? Irgendwie gestern waren wir in irgendeiner Situation, vorgestern mit meiner Assistentin getroffen noch, irgendwie, und sie kam so an und hatte so einen Reifenplatten und bla, und dann war irgendwie so, ja, komm, da ist ein Fahrradladen, komm, und dann haben die direkt irgendwie für 7 Euro diesen ganzen Schlauch gewickelt und meinte so, ey, normalerweise, wenn ich alleine wäre, wäre das nie so gekommen. Wieso? Du ziehst immer diese komischen Situationen an, dass man doch Leute findet, der dann irgendwie so ein Liebhaber ist für irgend so ein altes Rennrad, weil sie so ein altes Rennrad hat und das direkt so komplett krass. Ihr so Tipps gibt und alles irgendwas. Und das ist ja. Die andere Superkraft. Irgendwie wahrscheinlich, also es gibt so super viele Situationen. Ich glaube, heute mittlerweile, weil du auch kommen wir auch noch zu der Marke bist, wird auch ein bisschen damit zusammenhängen, weil die Leute dich kennen und deine Geschichte kennen. Aber das passt ja nicht zu dem Typen, der in den 2000ern in New York auf einmal als Weißbrot zwischen den ganzen... Ja, MySpace. Ja, genau. Ja. Und da komme ich wieder zurück zu meiner Eingangsfrage in diesem Gott. Wie zur Hölle kennst du in South Central offensichtlich... Ich habe in L.A. gelebt. Natürlich lernt man dann auch Gangleute kennen. Also das ist klar, ich habe mit Rappern gearbeitet und die sind natürlich alle irgendwie gang-affiliated in L.A. und dann... Aber der ist Crip, nicht Blood. Ja, aber es gibt ja auch Blood. Also Damani zum Beispiel ist ein Kumpel von mir, sehr guter, enger Freund von mir, der auch aus dem Snoop-Umfeld kommt, ist zum Beispiel komplett in der Blood-Neighborhood aufgewachsen. Und der ist so links. Und das war so der... der hat einen guten Freund, Danny. Danny ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und im Grunde Nineball, der Typ, ist der Cousin von Danny. Das ist so die Verbindung. So geil. Ja. Gibt es eigentlich auch aus diesen Zeiten irgendwo Leute, die dich nicht mochten? Also hast du auch irgendwo Situationen gehabt, wo sie gesagt haben, hey, du, ich bleib jetzt bei Weißbrot, du gehörst hier nicht her, egal wie cool du mit dem da bist, du nervst mich, weil du gehörst hier nicht her? Nee. Das finde ich krass. Ich glaube doch. Ja, es gab einmal so in irgendeiner Studio-Session, du wurdest angetickt. Achso. Achso, es gab irgendeine, es gab irgendwann mal eine Studio-Session, da gab es, irgendeiner kam da an und hat so einen Spruch gebracht, in New York war das noch, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und da waren aber alle so, nein, der ist einer von uns und so ein Plan. Das war die einzige Sache, an der ich mich erinnere. Aber ansonsten gab es das eigentlich nie. Ich wurde immer sehr herzlich willkommen, sehr gut, nie Probleme gehabt. Nee, es gab eine Person, die mich kurz, da gab es so Differenzen dann, aber das ist so zwischenmenschlich. Jade, kennst du JT is a Bigger Figure? Nee. So eine Bay Area Rap-Legende. Ja. Da hat sich so weit getrieben, dass er mich irgendwann umbringen wollte, sagt er. Und dann war er aber in L.A. im Studio und dann rief mich so Superfly, es war auch in dieser Snoop Dogg-Zeit. Ja. Und dann rief mich so Superfly an und meinte so, ey, wir sind alle im Studio. Und meinte ich so, ja, ich komme rum. Er so, ja, weiß ich nicht, JT ist hier. Und der ist auf jeden Fall nicht gut, auf dich zu sprechen, so mäßig. Und dann meinte ich so, ja, scheiß drauf, ich komme jetzt einfach. Und dann bin ich da hingegangen, aber ich hatte Damani dabei und so. Und Damani war so eh so, da war so ein bisschen, es war so ein bisschen, sagen wir mal so, dadurch, er hatte eh auch Probleme mit JT, weil JT hat immer so sehr viele Leute verarscht. So. Und da war mir eh klar, da wird nichts passieren, weil wenn Damani dabei ist, dann, ne? Also, dann sind wir da hingefahren und dann waren da so 30 Leute im Studio allerdings. Und so wirklich sogar Snoop guckt mich an, während ich reinkomme und denkt so, guck so JT an, guck mich an. Und war so ein kurzer Moment und dann meinte JT so, ja, Digi, wir müssen noch was klären. Ich so, ja, können wir machen. Wollen wir es jetzt hier machen oder sollen wir es irgendwann anders machen in einer privateren Runde?
Ja, so, ja, wir können das gerne, was geht morgen? Ich so, ja, kannst du mir nach Hause kommen und so. Dann habe ich den zu mir nach Hause in L.A. eingeladen, wo meine Familie lebt, alles. Und er ist zu mir gekommen und meinte zu mir so, ey, du hast die Eier, mich zu dir nach Hause zu holen und da und hast kein Problem damit. Und meinte, größten Respekt davor. Und dann, seitdem sind wir wieder dicke. Also was heißt dicke? Wir sind nicht cool, wir sind cool miteinander. Wir werden nie wieder miteinander arbeiten, auf jeden Fall. Aber wir reden nicht schlecht übereinander. Also, ja. Die hole ich jetzt hier nicht weiter aus, aber ich habe eine Situation mit einem Straßenrapper gehabt, der in Deutschland, der ähnlich aggressiv mir gegenüber war. Ja. Und da bin ich auch alleine zu sechst, habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, wo ist dein Problem? Lass uns drüber reden. Das heißt, ich glaube, ich kann voll relaten. Und das kann ich ehrlicherweise, ich glaube, das weißt du auch, da ticken wir, glaube ich, in ganz vielen Punkten relativ ähnlich, relativ nah nachvollziehen, wie du durch diese Türen durchkommst, wo du steckst, weil du, glaube ich, eine krasse, und das hast du vorhin auch gesagt, Offenheit jedem gegenüber hast. Ja. Und dann kommt aber der Punkt, durch eine Kameralinse Leute anzugucken und ihnen damit auch noch etwas zu geben. Ja. Das ist ja ein Geschenk, das du auf der ganzen Welt hast, ohne Worte. Ja, du hast vorhin aber gesagt, und das ist der nächste Punkt, der mich interessiert, dass die Lebensrealität, die dazu führt, dass hier die Polizei vor der Tür steht, dass das auch so ein bisschen dein Film ist, hast du es beschrieben. Ja. Ja, was heißt dieser Film? Das ist mein Film, das schwingt er ja mit. Ja, aber ja, das ist seit Sekunde. Ich will nicht damit sagen, dass du auch hier die ganze Zeit eine Waffe am Bauch trägst. Aber es ist ja auch so ein bisschen Grundlage der Geschichte, die du damals in Amerika, New York das erste Mal erzählen wolltest. Woher kommt diese Faszination dafür, ohne selber Drogendealer werden zu wollen? Gut, ich weiß es nicht, ja. Es ist einfach das ist vielleicht so eine Welt, die man nicht so häufig sieht. Und ich wollte einfach das erzählen, diese Geschichte, dass es auch normale Menschen sind. Und ich glaube, das ist so der Hintergedanke, dass ich immer denke so, ey, guck mal, wer erzählt denn die Geschichte von dem und dem Typen, der einfach sein Leben lang da an der Ecke steht und einfach die viel krassere Geschichte hat als irgendwie irgendjemand anders. Das ist, glaube ich, er. Diese Geschichten der unteren Schicht, sage ich mal, sind meist viel interessanter und krasser und kann man viel mehr draus ziehen, viel mehr draus lernen, als so die keine Ahnung, perfekte Geschichte, was weiß ich. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, denn das ist etwas, was meine Deutschrap-Dokumentation, so nenne ich es mal, was ich in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren gemacht habe, auch immer geprägt hat. Dass ich Geschichten von Menschen erzählen wollte, die man vielleicht sonst nicht hört. Das ist ehrlicherweise dann auch so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding, glaube ich. Weil das sind die Menschen, die sonst nichts haben. Ja, genau. Ja. Glaubst du, dass daher auch so eine Dankbarkeit dir gegenüber entstanden ist, die dazu führt, dass dir eine Tür nach der anderen geöffnet wird? Ich glaube ja. Schon. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Und man merkt das ja auch, dass ich das nicht so... Ich glaube ganz viel, man merkt mir auch viel, dass ich vieles aus Leidenschaft mache und nicht aus opportunistischen Hintergedanken, wo ich denke, irgendwie, oh, ich will jetzt mit 187 sein, weil ich weiß, das wird jetzt das Größte überhaupt und bla und will die fotografieren und so, sondern das ist nicht so mein Hintergedanke. Mein Hintergedanke ist so, ey, krass, krasse Bilder, krass Dings, auch mit Frost rumlaufen und Graffiti und so, das ist einfach die Story, die ich erzählen will und gar nicht so irgendwie, ich bin da gar nicht so hinterher und denke mir so, ey, boah, ich will jetzt irgendwie den und den wegen Fame oder sonst irgendwas. Ich glaube, das merkt man mir auch an, dass ich da gar nicht so hinterher bin, sondern, ja. Aber hältst du dich da bewusst zurück? Oder hast du irgendwann auch, also, oder warum hast du nicht dieses Streben, diesen Drang danach? Das steckt nicht in mir drin. Ja? Ich glaube, es ist nicht so, dass ich das bewusst zurückhalte. Wie gesagt, das ist so wie dieses Abgehobensein, wenn so voll viele Leute zu mir sagen, so, oh, du bist gar nicht abgehoben und krass, dass du so auf dem... Ich verstehe es nicht. Es steckt null so wenig in mir drin, dass ich es nicht verstehe. Ich könnte dir nicht sagen, ich weiß nicht, ich würde mir nach 5 Minuten dumm vorkommen, wenn ich irgendwelche Leute, die mir Hallo sagen, die ich dann nicht zurückgrüße oder irgendwie sagen, ja, was willst du denn jetzt von mir? Oder irgendwelche Fotografen, die mir schreiben, so, ja, mit welcher Analogkamera? So, hey, Digi, warum soll ich dir denn helfen? So, Digga, was kostet mich das, zu dir zu sagen, ey, guck mal, hast du mit einer Yashica T4 gemacht? Oder sonst irgendwas. Ey, wir sitzen auch alle im gleichen Boot, also... Deswegen, das ist so tief, ich check's nicht. Ich kann, also es ist jetzt keine Sache mit
Es ist einfach nicht vorhanden in mir. Es ist wahrscheinlich auch so eine Ego-Sache. Ja. Und am Ende des Tages treibt dich ja auch so viel, dass du, ich mir auch vorstellen könnte, bei dem Pensum, dass du gar keine Zeit hast, groß. Nee. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie so mich hinzusetzen und zu reflektieren und zu sagen, so, ey, guck mal, das auch nicht. Null. Das hatte ich das erste Mal, glaube ich, während als Corona anfing, so, dass ich dann so mich mal hingesetzt habe und dann gedacht habe, so, okay, was will ich überhaupt? Wo will ich überhaupt hin? Ist ja immer die gleiche Frage, wenn du mich so Leute fragen, hast du mich auch schon ein paar Mal gefragt, ja, wo siehst du dich in 5 Jahren? Hey, Digi, ich weiß nicht mehr, wo ich mich nächste Woche sehe. Das habe ich auch mittlerweile genauso gelernt. Das ist halt so, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und war so, okay, wo sehe ich mich denn eigentlich in 5 Jahren? Und dann merkst du so, okay, wo fangt man an mit den Gedanken? Wo hörst du auf? Wie weit darfst du gehen mit deinen Träumen oder sonst irgendwas? Oder ist es eigentlich egal, weil du sagst, okay, eigentlich würde ich gerne das im Leben machen und dann fährt man da so durch und lässt sich so treiben irgendwie. Oder es gibt ja auch keinen Masterplan, was ist jetzt so die beste Möglichkeit? Wo geht man jetzt irgendwie? Keine Ahnung. Aber trotzdem, wieder eine wunderbare Überleitung Richtung Buch. Es gibt ja schon, auch mit dem Vorwort, da gibt es diese eine Sache, weil du bist dann ja am Ende, und ich habe das Gefühl, das ist auch über die Jahre gewachsen, du bist der, vielleicht ist danke Corona die Pause, du bist der Verantwortung, die du deinem Nachwuchs gegenüber, glaube ich, mehr bewusst geworden. Und willst, glaube ich... Ja, das war ich schon immer, war mir das schon bewusst. Okay, das dann... Auf jeden Fall, ja. Nicht falsch verstehen. Nee, gar nicht falsch verstanden, aber das war mir schon immer bewusst, ich weiß... Ja, sag mal. Aber du hast es betont. Ja, dass da, also du hast es deutlich betont in diesem Vorwort, dass dir da wichtig ist, etwas zu geben. Aber das war beim ersten auch schon. Ja? Beim zweiten Vorwort ist genauso. Also beim ersten Vorwort, das war immer der Hintergedanke des ersten Buches, war immer einer davon, dass da sogar noch mehr als jetzt, weil jetzt kriegt er es noch mehr mit, aber beim ersten Buch war es so ein bisschen so, dass er checkt, wo sein Vater herkommt vielleicht. So, oder nicht, wo er herkommt, weil ich komme ja nicht jetzt aus New York oder so, aber... Aber wo der Grund ist dafür, dass er ist, wie er ist. Wo der Grund ist, dass er wie er ist, genau. Und dass er dann irgendwann sagt, okay, krass, guck mal, das hat mein Vater gemacht. 2017, da ist er, vor Corona gab es eine Zeit, ich war 2 Tage am Stück zu Hause, maximal 3 Tage und war dann wieder weg. Ich habe das, die ersten Jahre seines Lebens habe ich natürlich irgendwie mitbekommen, aber so, keine Ahnung, er ist geboren und war 3 Tage alt, dann bin ich irgendwie 10 Tage nach Italien gefahren, dann war er irgendwie... wie alt, ich weiß nicht mehr, wie alt er war, dann war ich erstmal 5 Wochen in Kapstadt, dann war ich irgendwie ein Jahr in L.A., wo er zwischenzeitlich auch immer mal wieder mit war, aber das war so ein bisschen, das ist halt so, ich habe sehr viel verpasst auf jeden Fall und ich musste das auch, also das ging nicht anders, na klar geht es immer anders, man hätte auch sagen können, okay, ich trete jetzt voll zurück und bin zu Hause, aber das bin ich auch nicht ich. Und das war auch so die Abmachung im Grunde, dass es so war, so ey, komm, mach weiter und das bringt so was und du kannst damit die Familie auch ernähren und alles und so. Und aber einfach was zu hinterlassen, dass er irgendwann sich das angucken kann und sagen kann und bewusst angucken kann, wenn er, keine Ahnung, 16, 17 ist, 18 vielleicht auch und sagt so, okay, guck mal. Also, ja. Ich finde ja, so eine der wichtigsten Dinge ist, die man seinem Nachwuchs mitgeben kann, ist... Erfahrung. Ja, voll. Komplett. Und es scheint ja so, als ob du so viel Erfahrung gesammelt hast, dass er in seinem Leben davon sehr viel profitieren kann und es in Buchform theoretisch nachlesen kann, ohne mit Papa drüber reden zu müssen. Ja. Nee, aber mit Corona ist tatsächlich so gekommen, dass wir natürlich sehr viel mehr Zeit miteinander hatten auch, ne? Und das, dadurch ist es natürlich nochmal anders geworden auch so, weil es war dann auch irgendwann so, ey, schön, dass du jetzt voll viel da bist und so. Und aber dann war auch schon so manchmal so, okay, wann fährst du jetzt? Das ist so. Aber wir haben so ein ganz gesundes Verhältnis. Also. Aber wenn man mal, also das Buch fängt ja 18 an, das aktuelle, aber die davor, aber das ist schon eine sehr intensive Zeit, da wurde es vorher natürlich auch so gehalten. Ist. Ja. Aber die ist, dann bist du Marke, reden wir gleich noch drüber, dann bist du insgesamt auch immer gefragter, die Jobs werden größer und so. Ja. Da ist überhaupt gar keine Pause mehr. Ja. Und Corona ist diese eine Lücke, die du hattest. Aber jetzt gehe ich fest davon aus, du bist im gleichen Tempo wie vorher. Nee, immer noch ein bisschen weniger tatsächlich. Bewusst? Also versuchst, sagst du auch mal nein? Nein, Moment. Nee,
Es ist jetzt, es war Anfang des Jahres, war es weniger. Jetzt nimmt, hat es gerade ein sehr absurdes Tempo. Also jetzt ist es genau gleich fast. Nee, nicht. Ich würde gerne, dass es wieder ein bisschen. Ich würde gerne eigene Sachen machen mehr. Das, aber, was ich seit Ewigkeiten versuche. Aber du bringst Bücher raus. Ja, ja, klar. Aber jetzt wäre natürlich interessant, was sind die anderen eigenen Sachen, die du machen willst? Oh, ich habe ja schon Socken gemacht, ich habe schon diese Klepto-Kollektion gemacht. Also da gibt es ja immer so einen Drang zu dieser, weil ich glaube, so diese Klamottensache, und ich habe ja auch Easy Nice dann da diese Socken gemacht, und ich würde das gerne so als Klamottenlabel so ein bisschen hochziehen, weil ich habe gestern gerade mit einem guten Freund von mir gesprochen, Ferhat, ist auch der Cousin von UFO, und der ist auch Fotograf, und der hat so, ich weiß nicht genau, ich glaube, er hat auch zeitgleich mit mir damals angefangen zu fotografieren und ist einen ähnlichen Weg gegangen mit Musikern, aber dann auch sehr schnell dann wieder sehr schnell in den Fashion-Bereich und so, und der hat auch viele Klamotten dann gemacht irgendwann. Und er meint so, naja, bei dir wird es sich einfach anbieten. A, du hast diese Followerschaft. B, du hast dieses Interesse eh an Klamotten. Also es ist ja gar nicht so fremd, wenn ich jetzt Klamotten mache irgendwie. C ist das, ich bin Fotograf, ich kann alles fotografieren irgendwie. Ich habe eh schon Klamotten gemacht. Ich kenne tausende Models, ich kenne tausende Leute, die es tragen werden. Und es ist so alles, das alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, ist so das Fundament dafür. Und ich brauche einfach nur noch das Haus raufsetzen. Und eigentlich ist alles da. Und ich würde gerne, also wenn ich es mir aussuchen könnte, mein Leben, und jetzt entscheiden könnte, wie mein Leben ab heute verlaufen würde, würde ich einfach nur noch um die Welt reisen, würde nur noch Sachen machen, auf die ich Bock habe, was ich ja jetzt schon sehr viel mache. Ja. Würde natürlich 187 noch weiterhin machen, weil es einfach ein Herzensprojekt ist, falsch, weil ich möchte 187 nicht als Projekt bezeichnen, aber weil es einfach sowas wie meine Familie ist und ein sehr enger Zusammenhalt ist und Menschen sind, auf die ich mich immer verlassen kann. Darum möchte ich, dass die sich auch auf mich verlassen können. Aber möchte gerne genau einfach so machen, worauf ich Bock habe. Und dann sage ich, ey, guck mal, wir machen jetzt irgendwie, ich fliege jetzt nach L.A. und chill einen Monat in L.A., mache so eine L.A.-Kollektion, mache dann da mit Fotos irgendwie und Designs und tausche mich mit kreativen Menschen aus. Und ich hatte ja auch nie den Plan gehabt irgendwie so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ey, ich will jetzt Fotograf werden. Ich bin nach New York gegangen, um eine Doku zu drehen über Underground-Hip-Hop. Ich habe dann Fotograf bin ich dann geworden, weil ich damit Geld verdient habe, weil ich irgendwie Geld haben musste, weil ich kein Geld hatte und $70 irgendwie in der Tasche hatte. Und dann hatte ich auf einmal $500 gekriegt für ein Foto und war so, okay, krass, damit kann ich mal. Also es war nie so, dass ich der Fotografie hinterher, das ist alles so, ich habe immer Interesse gehabt, aber das ist alles so gekommen. Aber es war jetzt nie mein Lebenstraum, oh, ich will der größte Fotograf werden. Und darum ist so, ich einfach diese Kreativität ist einfach, mein Lebenstraum ist einfach, machen zu wollen, was man will, aber auf einem kreativen Level. Und ein kleines bisschen mehr für dich selber. Genau. Als und das für ist so, andere. Genau. Und das ist so, weil damit kann ich mich ja noch mehr in der Kreativität ausleben und muss nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Kunde bist, muss ich es dir nicht zeigen und sagen, hey, ist das so cool? So war ja auch die Bücher. Da kamen auch Verleger auf mich zu und meinten so, ey, wir machen deine Bücher, dann machen wir es so und so und so. Und da habe ich ja knallhart gesagt, nee, machen wir nicht, weil das sind meine die sind. Jedes Buch ist 100% genauso, wie ich es haben will. Weil nicht irgendwie du dann gesagt hast, ah, ja, aber SDK jetzt auf dem Cover ist nicht so klug. Oder beim ersten Buch, hey, warum packst du nicht Snoop Dogg auf dem Cover? Ist doch viel klüger. Das zieht viel mehr Leute. Nein, will ich nicht. So. Und das ist so, ja. Es gibt übrigens eine hervorragende Überleitung. Und meine... ja, genau. Die anderen das, ja. Das auch. Den brauchen wir gleich. Ja. Ich habe eine hervorragende Überleitung zu, sagen wir mal, dem nächsten Blog, mit dem ich über dich reden möchte. Mhm. Aber ich habe einen Kratzen im Hals. Du hast nicht so wirklich Cola Zero im Hals. Cola Zero? Habe ich im Haus? Ja. Hab ich. Ja, klar. Oh, ich wollte jetzt ein Argument nehmen, warum wir drauf auf die Straße kurz spazieren gehen. Das können wir auch machen. Ja, komm. Hast du Cola Zero im Haus? Nein? Nee, okay, dann nicht. Gehen wir jetzt spazieren. Wir können auch aufs Dach vom alten Büro gehen. Ich habe ein kleines bisschen Appetit auf was Leckeres. Okay, let's go. Cola Zero. Ja. Und dann setzen wir uns aufs Dach. Okay. Okay. Yeah.
Das heißt, wir gehen jetzt aufs Dach. Das heißt, du hast noch den Schlüssel. Ey, es gab ja diesen Diebstahl in Barcelona. Und in dieser Tasche war der Schlüssel für den Eingang für dieses Büro. Und ich habe damals, als wir aus dem Büro geflogen sind, habe ich den Schlüssel behalten. Und damit ich noch aufs Dach kann. Und ich habe mich so geärgert. A, das Buch und B, der Schlüssel. Das waren die einzigen Sachen, über die ich mich geärgert habe. Alles andere, dann, ja. Alles andere ist scheißegal. Alles andere ist mit Versicherten ersetzbar und so. Alle materiellen Dinge sind kackegal. Und dann aber habe ich irgendwann das irgendjemand erzählt, der auch in diesem Büro war. Und der sagte so, hä? Ist doch alles easy, Alter. Wir haben auch den Schlüssel behalten. Und jetzt habe ich den Schlüssel wieder. Und die Nachbarn sind auch cool, die kennen mich alle und so. Ist alles entspannt. Wir haben ja festgestellt, es gibt ja nur eine Person, die ich nicht cool fand. Ja. Aber bestimmt nicht mehr mittlerweile. Wer ist eigentlich dieser Frost, der hier überall hinmalt? Keine Ahnung. Nie gesehen. Hier. Hier, genau hier. Hier sitze ich in meinem Sommer mit meinem Sohn und esse Eis. Jetzt essen wir Natter. Und trinken Cola. Ah, oh, sehr schön. Ist gut, ne? Schöner Ort. Gefällt mir gut hier. Voll. Der Stuhl steht da. Das ist so ein Liegestuhl. Irgendwann wollte Bones sich im Sommer irgendwann sonnen und war so, fuck, wo kann ich denn jetzt in der Sonne liegen, ohne dass ich von 10.000 Fans gefilmt werde? Und dann meinte ich so, hä? Lass doch einfach bei mir aufs Dach gehen. Und dann haben wir den Stuhl besorgt da, diesen Klappstuhl. Und dann haben wir uns den hingelegt und dann haben wir uns immer hier oben gesonnt. Und haben den immer da eigentlich über dieses Ding irgendwann, aber seitdem, der steht seit 4 Jahren oder so hier oben. Ich habe dir eine Natter mitgebracht. Okay. Danke dir. Oha. So, bitteschön. Ich habe noch ein bisschen was für die Jungs mitgebracht, aber die kriegen erst, wenn sie aufgehört haben zu arbeiten. Hast du dir gar nur eine Natter geholt oder was? Oder ja, nur das Ding? Das Digga war mir zu voll da, ich war genervt. Schon wieder Frosch. Wer ist das? Will nicht. Nie gesehen. Faszinierend. Ja. Old City, auch. Old City, wie dieser Arzab. Mhm. Du hast es ja geschafft. Doof, wenn ich esse dabei. Ne? Ist dir der Wind zu doll? Nö, bis weg jetzt. Du hast es ja ganz geil geschafft, Pascal Courouge zu einer Marke zu machen. Und das kannst du mir nicht verkaufen, als dass es zufällig passiert. Du wirst doch irgendwann schon aber dir bewusst gewesen sein, okay, dass ihr. Also du weißt doch, wenn du mit 187 rumläufst, dass dann ein paar Leute mehr dir zugucken und auch Teil von deinem Leben sein wollen. Auf jeden Fall. Aber ich habe ja nicht drüber gedacht, irgendwie, okay, dann nutze ich das jetzt und benutze das als Marke irgendwie. Sondern zum Beispiel, das erste Buch kam ja vor 187 raus. Mhm. Da war es ja auch nicht so, da war es, der Hintergedanke war ja einfach nur ein Buch zu machen, gar keine so. Aber auch da warst du schon ein bisschen da, ne? Ah, nee, da war auch reichweitentechnisch noch ein bisschen. 5000 Instagram-Follower. Und trotzdem hat sich's verkauft. Ja. Das heißt, du hattest schon eine Community. Ja, irgendwie ja. Da habe ich es über Crowdfunding gemacht. Es war nie so. Mir war immer unangenehm. Diese Selbstdarstellung ist mir so ein bisschen unangenehm auch. Mhm. Zum Beispiel wirst du. Ich habe ja diese Kollabo mit Klepto gemacht. Und ich trage die Sachen ja super selten. Und mir gefallen die Sachen super gerne, aber mir ist unangenehm, dass mein Name da drauf steht. Also mir ist unangenehm, ein T-Shirt zu tragen, wo Pascal Courouge drauf steht. Darum gibt es zum Beispiel bei dem Snapshot Stories, als dann das T-Shirt gemacht wurde von dieser neuen Edition, steht zum Beispiel nirgendwo Pascal Courouge drauf. Da steht nur Snapshot Stories drauf. Jetzt bei dem Buch für Friendly Reminder gibt es auch ein T-Shirt dazu, steht nirgendwo mein Name drauf. Mir ist es unangenehm, Sachen zu tragen, wo mein Name drauf steht. Und trotzdem, das ist so, diese Selbstdarstellung ist einfach so, weiß ich nicht, ist nicht so meins, aber klar, also ich sehe natürlich die Vorteile daraus und gerade jetzt, wenn ich sage, easy nice will ich irgendwie machen und so, und ich zeige jetzt ja auch öfter mein Gesicht irgendwie und mache so dieses, das jetzt mit dir oder stoked habe ich gemacht oder irgendwie,
Jetzt habe ich auch so ein paar Reels immer gemacht, wo ich in die Kamera aktiv gesprochen hatte und so. Das ist jetzt ist auf jeden Fall auch noch ein Schritt, den man machen muss, wenn man vielleicht so, wenn man es, das ist mir schon bewusst. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt gesagt habe, so, oh, ich würde gerne. Es hat sich sehr viel tatsächlich so ergeben und dann habe ich einfach mit dem, was sich ergeben hat, habe ich so gemerkt, okay, das hat schon Vorteile, dann mache ich es halt jetzt so. Der Weg von dem Punkt, wo man anfängt. Ich drehe, dann ist das, glaube ich, nicht so windig, ja, oder? Der Weg von, wenn man anfängt, eine Kamera in die Hand zu nehmen und Leute zu fotografieren, dass die Leute einen erkennen, weil man fotografiert. Schon absurd. Ich bin am Wochenende mit Martin über das Rolling Loud Festival gelaufen, so durchs Publikum. Und da kamen so viele Leute an und wollten Fotos haben. Sowohl von mir als auch von Martin. Und Martin meinte auch schon, das ist schon absurd, ne, dass die Leute jetzt Fotos mit dem Fotografen haben wollen. Ist schon, ja. Ja, da muss man ja mal schon auch sagen, dass der gute Paul Ripke da das Game für Fotografen ja verändert hat. Ja, ja, voll. Schon vor 10, 15 Jahren. Der hat die Tür geöffnet. Ja. Der auch eine, der jetzt ja, der macht was mit Fotos, aber ist Labelinhaber, also Modelabelinhaber, Influencer. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Überschneidungen immer wieder gehabt in unserem Leben. Unser gleiche Ziehvater ja auch, Olaf. Mhm. Und theoretisch ist er ja meinen Weg rückwärts gegangen. Ich war zuerst in Amerika, bin jetzt hier. Er ist jetzt in Amerika, war zuerst hier. Und ja. Er ist eine andere, er ist die Heidelberger Variante, du bist die, ja, vielleicht ein bisschen. Ich bin die Straßen. Irgendjemand sagte mal zu mir, ich bin der Paul Ripke der Straße. Ja. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, er hat da so ein bisschen die Tür aufgemacht. Ja, du hast das in den Jahren dann aber auch durch die wachsende Bekanntheit natürlich dann aber auch zu spüren bekommen. Hast du irgendwann den Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, krass, ich kann mich nicht mehr hinter der Kamera verstecken. Kannst du dich an so einen Moment erinnern? Also wo du das erste Mal gemerkt hast, okay, krass, jetzt bin ich, jetzt bin ja, ich es auch gab Person so Momente, des ja, es gab so Momente, wo es so war, irgendwie so, boah, will ich das überhaupt? Und eigentlich bin ich doch dafür da, eigentlich bin ich, mein Job ist es doch, der Schatten eigentlich zu sein und nicht das Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Und da gab es schon den Moment so, manchmal, oh, will man das machen, okay, aber das könnte schon helfen für die eigenen Sachen halt, für die man dann doch am meisten brennt. Und ja, also ich weiß, ich kann jetzt nicht den genauen Moment sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so Sachen gab. Okay, will man sich jetzt so, ey, der erste Podcast, glaube ich, einer der ersten Podcasts, die ich gemacht habe, war, glaube ich, mit dir. Ja. Und da war auch so die Überlegung, mache ich es jetzt, will ich überhaupt irgendwas erzählen, will kann ich jetzt auch irgendwie. Auch da haben wir über Video gesprochen und dann sehen wir das mal. Ja, genau, das war so, da war so die Anfangszeit vielleicht auch so, wo, ey, ich will gar nicht so mein Gesicht zeigen oder sonst irgendwas oder, ja. Jetzt hast du seitdem ja aber auch viel gemacht, was du mit deinem Namen quasi unterschrieben hast. Ja, voll. Und ich kann an verschiedenen Stellen anfangen. Du hast, wie machen wir, ich fange mal so an. Du hast vor kurzem, oder das hast du auch immer wieder betont, dass du gar nicht so viel Markenwelt gemacht hast. Ja. Weil da so der Mythos mit Schwang, der will ja gar nicht mit Marken arbeiten, ja, genau. Der will ja lieber mit Gangstern und Drogen auf dem Tisch, genau. Und sowas alles. Ja, genau. Ich habe aber das Gefühl, dass dann jetzt, wo es dann auch immer stattgefunden hat, sie schon auch dich wählen, nicht weil deine Fotos geiler sind, sondern weil du Pascal Kruse bist. Ja, voll, komplett. Merkst du das in dem Umgang mit Marken und mit Kunden? Also, dass es dann auch darum geht, sich mit dir so zu schmücken mittlerweile? Ja, teilweise ja. Gerade wenn es um Musikerjobs geht, weiß ich so, wenn Marken mit Musikern zusammenarbeiten wollen, ist es schon sehr viel in der Kommunikation auch drin, dass ich das dann umsetze, weil die dann halt sagen, guck mal, wir machen das, Pascal macht das mit uns zusammen, das ist dann cooler. So, weil bei Musikern ist ja natürlich auch immer die Sache so, boah, Marken, das könnte schnell cringe werden oder sonst irgendwas. Und dann, da werde ich schon sehr oft benutzt dafür, um das so ein bisschen, diese Angst den Musikern zu nehmen. Ja, schon bei vielen Sachen auf jeden Fall, dass dann gesagt wird, irgendwie, ey, guck mal. Aber es gibt auch Jobs, wo es nicht so der Fall ist. Tipico zum Beispiel habe ich gemacht. Die sind halt dadurch auf mich aufmerksam geworden, durch meine Arbeit halt. Aber da wird nicht im Vordergrund gestellt, dass ich das mache. Aber es ist auch okay, dass es so Jobs gibt, so ey, dafür hat man ja den ganzen Hustle dann am Ende gemacht. So, ne? Es ist cool, dass sie dann sagen, ey, guck mal. Und dadurch kann ich aber auch das, habe ich ja auch diesen Stellenwert und habe Birgit, die sich so meine Repräsentanten so gesehen, die sich dann, ui, krass, wie das so fließt, ne? Wie das auch fließt, Digga, was ist das? Heftig. Ja. Das ist Birgit.
Genau, die dann so, die dann auch sagen kann, so, ey, guck mal, aber der hat ja einen ganz anderen Stellenwert. Und das ist ja auch cool für mich dann. Aber ja, safe. Es gibt viele Marken, die natürlich nur mit mir arbeiten, weil ich Pascal Geruch bin. Vielleicht, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob sie sonst mit mir arbeiten würden. Du hast ja... Ich hoffe, dass ein bisschen Skill auch noch mit dazu spielt. Ja, ja, also, aber das ist ja auch etwas, also, ich weiß nicht, legst du Wert darauf, zu betonen, was für ein guter Fotograf du bist? Nein. Nee, null. Es gibt ja auch Fotografen, die viel besser sind als ich. Gibt es in massenweise. Und trotzdem ist dir schon bewusst, dass du die Gabe hast, was ich ja sogar für mich gemerkt habe. Deswegen habe ich auch bei mir Fotografen in meiner Instagram-Vita stehen, weil ich weiß, das ist ein Job, für den du keine Ausbildung brauchst. Ich kann mir den Begriff geben, weil ich schon das Gefühl habe, ich habe ein Auge für Bilder, für Visualität. Ja. Das habe ich irgendwann, ehrlicherweise, das ist der Grund auch, warum ich den Scheiß mache. Ich bin noch nie Fotograf geworden, kann mich aber trotzdem so nennen. Aber das ist den Unterschied, den du hast, oder? Merkst du das, wenn du dir Arbeiten von anderen anguckst? Was jetzt? Also, dass du einen anderen Blick auf Dinge hast? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, also echt, das ist eine Fachfrage. Meine, ja, doch. Merkst du das wirklich, wenn du dir, also quasi, wenn du jemand hier... Ja, nicht jetzt unbedingt so, ne? Aber wenn jemand dieses Dach fotografiert, dass du denkst, ey, so anders, mach jetzt doch aus einem anderen Winkel. Ja, das denke ich schon, ja klar. Das denke ich schon oft mal. Das, wenn ich so Bilder sehe, denke ich mir auch öfter mal so, oh, hätte er nicht das gemacht oder bam. Oder auch mit anderen Fotografen, wenn du redest, oh, hier nochmal einen Schritt zurückgegangen, wäre geiler, was passiert da drumherum? Es gibt so Andeutungen oder so. Also klar, sowas sieht man, ne? Das ist ja auch drin. Ist so wie, wenn du Filme guckst und so, gucke ich mittlerweile auch voll viel, wie das geleuchtet ist und so. Das Spiel, der läuft ja immer irgendwie mit in deinem Hinterkopf. So. Also das ist schon, das sieht man immer wieder. Hast du denn den Pitch für DJ Khaled wirklich ganz klassisch als No-Name-Fotograf gewonnen? Weil auch das wirkt in dem Buch, als du die Geschichte beschreibst, wie hat zufällig mich ausgewählt. Ja, er hat mich ausgewählt. Also es gab ja nie so, ich war ja nie in diesem Pitch involviert. Dem wurden so mein Name, ich wusste gar nicht, dass mein Name damit auf dem Tisch liegt. Aber glaubst du, die andere Seite kannte dich irgendwoher? Kann sein. Ich habe ihn davor einmal getroffen, aber dann wiederum weiß ich nicht, weil es gab ja diesen Kennenlernmoment bei ihm zu Hause. Ja. Und da ist ja dann der Moment, wo du sagst, ey, ich kenne deine Arbeiten oder so. Das gab es ja nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendjemanden aus dem Umfeld, der, also keine Ahnung, Obama, weiß ich auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Hat Snoop Dogg da angerufen und gesagt, ey, ich kenne jemanden aus Deutschland, Pascal Carouche ist der Typ. I don't know. Gibt es eine deutsche Agentur, die entschieden hat, wer das ist und hat dich dafür, oder ist das? Es gibt eine deutsche Agentur, die entschieden hat, dass es jemand anderes macht, und dann gibt es eine amerikanische Agentur, die gesagt hat, Pascal Carouche soll es machen. Ernsthaft? Anscheinend ja. Digga, das ist so. Ich kenne auch nur das so lückenhaft teilweise. Das ist so eine perverse Geschichte. Ja. Das ist so eine perverse Geschichte. Aber bei DJ Khaled gab es halt, ich weiß ja nicht, ich weiß auch nicht, wer die anderen Fotografen waren. Vielleicht waren das alles so irgendwelche Fashion-Fotografen, die ihn vorgestellt haben. Und dann hat er bei mir irgendwie diesen Hip-Hop-Moment gesehen und hat so irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die ihm Bilder von Snoop Dogg und so gezeigt. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal, der spiegelt doch das wider, was ich bin. Ja, aber... Hast du in den Situationen aber auch nochmal wieder so, also, weil da fängst du dann ja wieder von vorne an so ein bisschen. Ist das auch wieder ein Gefühl von dem, der junge Pascal muss sich jetzt hier erstmal beweisen und erstmal erarbeiten, oder ist es den, ey Digga, ich bin Pascal Geruch? Nee, dieses ey Digga, ich bin Pascal Geruch habe ich eigentlich nie irgendwie, von daher. Aber so ein bisschen die Selbstbewusstsein der Situation immer hast du ja schon, da wirst du ja Erfahrung genug haben. Ja, so. Das stimmt, ja. Aber ist das trotzdem, wenn dann so ein DJ Khaled da steht, für dich nochmal wieder besonders? Oder ist es dann egal, ob das jetzt Bones oder Khaled oder Obama ist? Ist so ein bisschen egal. Ich freue mich eigentlich immer mehr auf diesen Moment, was danach passiert. So diesen, ah krass, ich habe DJ Khaled fotografiert. Was kommt als nächstes? Darauf freue ich mich mehr, als ich fotografiere DJ Khaled. So, ich freue mich mehr über diese ganze Story, die drumherum passiert und alles so, ah witzig, als ich fotografiere DJ Khaled. Also das war so, aber es war schon, das war schon lustig. Aber na klar, ich bin vor jedem Fotojob immer noch aufgeregt. Egal wo, egal was, egal ach, wie. Das aber immer noch. Immer noch. Komplett. Wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie, ich bin auch immer noch vor jedem, was weiß ich, ich habe jetzt mit Domiziana gearbeitet, auch für O2. Ich kannte die auch nicht und weiß nicht, ob sie wusste, wer ich bin oder sonst irgendwas, aber da ist auch so, bin ich trotzdem dann so, ja, aufgeregt und bin dann nicht so, hey, wir machen das so und so. Und bin so, ja, erstmal kennenlernen, gucken. Also ein bisschen schüchtern auch. Humble bleiben. Ja, humble bleiben ist einfach so, wie gesagt, das ist so eine ganz schmale, zwischen extrovertiert und introvertiert, ist so ein ganz schmaler Grad bei mir. Es schwingt sehr schnell mal um. Barack Obama zu fotografieren, geht danach noch viel mehr? Naja, vor Obama hieß es ja auch immer, geht danach noch viel mehr.
Und dann war es immer so, ey, das war witzig. Das war krass, weil ich hatte so kurz vor Obama war so ein Jakob, so ein Student aus Bremen. Und der hat, der musste für seine für irgendeine Semesterarbeit, musste er so einen Film machen. Und er hat sich entschieden, einen Film über mich zu machen. Und war so, hey, kann ich mal vorbeikommen, ein Interview mit dir machen, dich ein bisschen begleiten, bla bla bla, einen Tag und so. Ich so, ja, komm, wir machen. So, und dann kam er her, wir waren so bei mir in der Wohnung auch erst, waren dann im Studio, ich habe irgendwas geshootet. Dann war da gerade an dem Tag noch dieses Meet and Greet von Alex irgendwie für sein Album, da ist er noch mitgekommen. Und dann gab es auch so ein Interview. Und dann meinte er so, ja, wen würdest du denn gerne noch fotografieren? Und ich so, ja, keine Ahnung, Obama wäre jetzt schon nochmal eine Nummer so. Und dann kurz darauf kam halt diese Anfrage, ja, willst du Obama fotografieren? Das ist so ein bisschen so, okay, krass, heftig. Also, war schon so... Irgendwas zwischen Himmel und Erde. War ganz absurd. Er meinte auch so, hä, wie absurd ist das, dass du ihn jetzt fotografierst? Und gerade, dass sich das dann so ergeben hat, war schon krass. Und da war aber auch so der Gedanke, war bei Obama war er so ein bisschen eher... Das war so ein bisschen geil, Alter. Da freue ich mich drauf, irgendwie danach. Guck mal, ich habe Obama, weil das ist so unerwartet. Digga, das ist so Digga, komplett. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Würde jetzt P. Diddy anrufen und sagen, ey, komm, Puff Daddy, komm nach New York und shoote oder irgendwo, wo auch immer er ist und mach so Fotos von mir. Und ich würde morgen ein Bild von Puff Daddy fotografieren, würden auch alle sagen, oh, krass. Aber es wäre so ein bisschen zu erwarten. Aber Obama ist halt null zu erwarten. Ich würde sagen, in der, und dazu würde ich ihn dann noch ein bisschen zählen, popkulturellen Bubble, in der wir uns befinden, gibt es keine größere... Keine größere Persönlichkeit. Ja, so. Jeder andere Popstar ist, aber das ist der fucking President of the United States gewesen. Ja. Also, und dabei trotzdem der Typ, der, was Ice Cube nie gedacht hätte, ihn zum Dinner ins Weiße Haus gebracht hat. Also, deswegen. Also hey, witzige Sache. Fun Fact: Ich hatte zur gleichen Zeit eine Anfrage in L.A. mit Ice Cube. Und musste diese Ice Cube-Sache aber absagen. Und bei der Absage war so, ey, sorry, ich habe keine Zeit, ich shoote Obama. Und dann war's so, kam so von der anderen Seite so, okay, können wir das sagen? Ich so, ja, ist eigentlich top secret so, aber in der Runde, ja, für den Flex einfach nur. Ich so, ja, könnt ihr gerne machen. Das ist schon so ein Luxusproblem. Ja, Pascal kann jetzt, Ice Cube kann er leider nicht shooten, weil er Obama shooten muss. Ich glaube... Irgendwo auf dieser Strecke dahin gab es irgendjemanden, der gesagt hat, Pascal Courouge auch ist, weil nicht nur, weil der gute Fotos macht, sondern weil es Pascal Courouge ist, ist der Grund, warum das jetzt hier passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, dass der Markenwert über dem des Bildwertes gestanden hat, auf jeden Fall. Der führt ja dann ja auch dazu, dass du nicht nur eine Klepto-Kollektion machst, sondern auf einmal aus dem... Ich kriege einfach mal ein Paket ins Büro geschickt und denke mir, what the fuck, warum habe ich hier ein... Was war das, ein Skateboard? Oder? Ah, Skateboard mit Kondom. Ja. Krieg ich ein Skateboard, weil Pascal Courouge mit zwei Twitch-Streamern auf einmal eine Kondommarke macht. Und es klingt genauso bescheuert, bescheuert und absurd, wie es irgendwie in den Film passt. Trotzdem, wie entsteht sowas? Was zur Hölle? Wie entsteht sowas? Ist es genau dieser absurde Quatsch mit... Es ist genau dieser absurde Quatsch. Das du lernst so, kennen, man trifft... Man lernt sich kennen, man connectet irgendwie. Ich habe die beiden über... Ich kenne Unges Manager, beiden Manager schon sehr, sehr lange. Habe schon viel mit denen gemacht und bin auch sehr cool mit denen. Dadurch Unge kennengelernt. Kevin kannte ich auch so durch mehreren Ecken. Und haben aber nie was zusammen gemacht und wir wollten aber immer was zusammen machen. Und es war so ein bisschen so, okay, ja, lass doch irgendwie, dann so Quatschidee, lass doch irgendwie irgendwas zusammen machen, so eine Firma machen oder sonst irgendwas. Und dann ist so, okay, was machst du? Machst du Klamotten, wie eigentlich auch jeder macht so, muss man ja auch mal sagen. Machst du einen Eistee, wie wir alle machen, also was gibt es, was kannst du machen? Wir waren halt so, ey, lass irgendwas machen, was wir mit Humor machen können. Was irgendwas machen, so der soziale Faktor war so wichtig irgendwie, auch gerade aus dieser Unge-Bubble natürlich dann. Lass irgendwas machen, was wir so ein bisschen verarschen können, aber ohne dass es zu, wenn du eine Klamottenfirma kannst du nicht verarschen. Wenn du Witze machst über die Klamotten, dann geht es nach hinten los. Aber so das Thema Sex und ist eh so ein Tabuthema noch in Deutschland irgendwie. Also das heißt, Kondome macht keiner, das heißt, du kannst super viel mit Humor machen, ohne dass es lächerlich wirkt, sondern dass es einfach so einfach witzig ist. Jeder braucht Kondome. Und außer er benutzt die Zieh-Raus-Technik, die dann schief geht irgendwie. Und ja, sowas halt.
Und das ist halt so, ist das entstanden tatsächlich. Komm, wir machen Kondome, wir können es mit Humor verkaufen, wir können irgendwie unsere, wir können Witze machen darüber, wir können, wir machen gute Arbeit, wir machen Aufklärungsarbeit, wir können was Soziales machen, weil wenn du ein Kondom kaufst, wird ein Kondom gespendet und sowas halt. Und das ist halt so, Digga, das ist halt einfach lustig. Ist es erfolgreich? Es ist jetzt gerade ein bisschen ruhig, was aber damit zu tun hat, weil wir gerade in die Läden kommen. Wir waren sehr lange, es gab so immer unterschiedliche Meinungen mit, bleiben wir online oder machen wir es zu, gehen wir in den Laden? Wir haben uns am Anfang dazu entschieden, nur online zu bleiben. Ist ja auch ein Produktionsaufwandsthema, ne? Genau, also, genau. Du musst ja richtig Ware. Ja, aber für mich ist so, war es immer so, ey, aber Kondom ist ein Mitnahmeprodukt. Also ich habe mir jetzt noch nie in meinem Leben Kondome online bestellt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lebe aber auch nicht vorausschauend. Also nee, und ich glaube, das Ding hat dann aber natürlich den Influencer-Effekt und dann sind es drei Influencer, die zusammen. Genau. Deswegen läuft man los und kauft es, aber dass es dann eine Strecke behält. Genau, und jetzt kommen wir auf jeden Fall in die Läden und ey, wir stricken dieses Thema ja. Wir haben Skateboards gemacht, wir machen Socken mit WTF. Also ja. Wir stricken das ja. Wir sind ja jetzt nicht nur auf Kondome beschränkt. Klar, es ist eine Kondomfirma, aber es ist eigentlich so, sind wir so eine Lifestyle-Marke. Genau, ja. So absurd, wie es klingt. Ja. Und ja. Schon lustig. Und aber die ist ja auch, also das ist ja schon so aus zufällig nebenbei entstanden. Zufällig komplett nebenbei. Triggert dich das aber dazu, weitere Dinge zu machen? Also neben den eigenen Produkten oder Projekten, von denen du vorhin gesprochen hast, aus deinem riesigen Netzwerk heraus, dich und die andere Seite noch gemeinsam, keine Ahnung, was wäre für dich sinnvoll, einen Carsharing-Service anzubieten? Ja, oder klar. Ich gehe gerade eine Produktpalette postkalkulisch durch, was aus deinem Leben erzählt werden könnte. Travel-Kits. Travel, oh, das wäre geil. So irgendwie so. Reise. Die sind ja nicht da, ich frage mal oft. Ich habe so für mich eine Struktur, also bin ja auch ab und zu im Flugzeug. Und ich habe für mich eine Struktur geschaffen, dass ich habe zu Hause so Schubladen, da ist alles gepackt. Alles in Tüten. Ach, krass. Ich weiß, zum Beispiel, wenn ich meine, die Kameras mit denen war, habe ich auch eine. Ich präpariere das so. Ich bereite das alles vor, die ist in der Tüte. Wenn ich sie brauche, nehme ich die Tüte, packe sie in meinen Rucksack. Das mache ich. Ich habe verschiedene Arten von Kabeltüten mittlerweile. Ja, habe ich auch. Die halten dann eine Woche und danach sind sie alle wieder. Das wäre nämlich meine Frage. Große Tüte für lange Reise, kleine Tüte für kurze Reise, Disziplin. Habe ich für eine Woche, wenn ich einmal aufräume. Und dann ist diese Woche, hast du mein Schlafzimmer gesehen, wo der Klamotten, Kleiderschrank und dann gehst du da so an der Fenster, ist so bis hohen Klamottenstapel komplett durch. Also. Wie schaffst du es trotzdem, durchs Leben zu kommen? Also geht dadurch Dinge schief oder schaffst du es? Ja, andauernd. Ist andauernd. Es geht andauernd irgendwas schief. Es ist eher so, okay, warte, das Feuer kurz hier und dann da, bam, 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 bam. Also es ist andauernd irgendein Hin und Her und irgendein Hustle, aber... Aber es klappt irgendwie immer und dann, das ist halt auch das, so ein bisschen wie in der Schule. In der Schule, du hast nie gelernt für die Klausuren bis zum letzten Tag und dann sitzt du da und dann lernst du und dann denkst du, Mann, Alter, warum bin ich Trottel nicht, habe ich nicht einen Monat vorher mich hingesetzt oder eine Woche vorher. Und zumindest mal lesen. Und habe einfach mal so, genau, das einfach mal durchgelesen und hätte am Tag einfach 10 Minuten gemacht, anstelle jetzt hier einen Tag vor der Klausur nachts noch um 2 Uhr morgens diese Scheiße durchzuackern seit 5 Stunden und kann mir eh nichts mehr merken. Und dann klappt es aber trotzdem und dann machst du es nächstes Mal wieder genauso. Und das ist einfach dieses Ding. Aber man muss auch sagen, ich habe sehr viele Leute aber auch um mich herum, habe ich auch nicht, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe sehr viele Leute um mich herum, die so ein bisschen aufpassen und alles so organisieren, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe so Birgit und Selina, die so machen und ich habe meine Assistentin Elise, die so sich sehr viel gerade um sehr viel kümmert, zum Beispiel um so diese Buchtour und so. Und das nimmt schon sehr viel Arbeit ab und das ist halt bei mir auch, da bleibt immer sehr viel auf der Strecke, weil so easy nice war die, warum Socken? Diese Socken, die ich gemacht habe, ne? Das ist ja so ein Selbstläufer. Es gibt seit einem Jahr keine Socken mehr. Warum? Ich könnte mich dumm und dämlich verdienen, einfach indem ich fucking Socken verkaufe, wo ich ja nicht mehr viel machen muss. Ich musste anrufen, ey, schick mir nochmal Socken, dann produzieren die, dann geben die mir nach Hause, muss ich die in einem Umschlag schicken und so, das war's. Und jedes Mal, aber es passt einfach nicht hin. Also es ist so, diese Struktur ist auf jeden Fall noch ein... Struktur ist das Thema. Ja, ist ein Riesenthema. Und es ist schwierig. Merkt ich das? Ja, Todes. Es gibt halt so, guck mal, dann siehst du halt Bones, der ein Riesenmanagement hinter sich hat, der dann sagt, okay, ich werde jetzt die Ankel-Klamottenmarke machen. Der macht dann einen Anruf und dann werden ihm 20.000 Samples zugeschickt. Dann gibt es da Designer und dann geht er so alles durch und sagt so, ey, guck mal, das ist die Richtung, das ist die Richtung. Also er entscheidet noch selber.
Aber diese Struktur, die dahinter ist, das ist halt viel einfacher, als wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt easy nice machen. Wo fange ich an zu produzieren? Die Designs, bla bla bla, ich mache ja alles selber. Was aber auch so ein bisschen, auf der einen Seite nervt es mich, auf der anderen Seite habe ich aber auch, das lerne ich gerade erst, habe ich so ein Riesenproblem damit, Sachen abzugeben. Weil ich immer wieder, aber auch immer wieder, wenn ich Sachen abgegeben habe, sind sie nicht so gemacht worden, wie ich es möchte, auf meinem Level gefühlt. Und das ist so ganz, 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 ganz schwer. Und das ist das am Ende etwas, was du von Bones lernen kannst? Weil auch der ist ja... Ah, der ist ja auch Perfektionist. Ja, der steht sich ja auch selber so krass im Weg. Trotzdem, den Schritt... Aber ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Abzugeben, den hat er ja vor Jahren gelernt. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stimmt. Zumindest zu so einem gewissen Grad. Er macht das schon, das spielt schon... Dann, wenn du so abgibst wie er, ist der Perfektionismus schon wieder ganz geil. Weil er dann ja immer noch diese Kontrolle über alles hat. Ja, die brauchst du wahrscheinlich auch, sonst wird es genau, nicht mehr dein Produkt. Halt, genau. Und dann wird es halt auch kacke vielleicht. Weil die Leute wollen es ja wegen... Weil, ne? Weißt du, genau. Und weißt du, also... Wie formuliere ich die Frage? Cool. Wie sehr bist du dir bewusst, dass der Name Pascal Courouge Trademark ist und... Vielleicht auch ein Qualitätssiegel? Oh, das ist schon sehr bewusst. Komplett. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch so gerade bei diesen, jetzt zum Beispiel bei WTF, als wir die Socken gemacht haben und darüber diskutiert haben und die sind woanders produziert als bei meinen Socken. Und da war aber auch so irgendwie so, ey Jungs, wenn wir das machen, wenn ihr Socken macht, dann darf das keine Scheiße sein. Das muss so, weil das höre ich immer wieder von diesen Socken, um es jetzt darauf zu beziehen, ja, dass das so die krassesten Socken sind. Das muss, genau dieses Gefühl müssen die Leute haben. Wenn ich ein Buch habe, das muss irgendwie, das muss alles so, es muss genau so sein. Das, ja, auch jetzt darum, das steht natürlich auch voll im Weg, ne? Wenn du jetzt so Klamotten auch jetzt wieder drauf bezogen, wenn du jetzt ein T-Shirt machst, oh, dieser Schnitt und bla, das muss schon immer ein gewisses. Deswegen, beim letzten Buch, wo ich dieses Bundle gemacht habe, wurden auch über 500 T-Shirts dann irgendwie wieder in den Müll geschmissen, weil es einfach, Digga, es ist nichts, wohinter ich stehen kann, was die Qualität. Und das, ich glaube, das wissen die Leute und das wissen die Leute auch zu schätzen. Ja. Und ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen was, so ein bisschen das in den Köpfen so von den Leuten, dass die wissen, okay, da kann ich auch meine Mark mehr ausgeben, weil ich weiß, das wird qualitativ hochwertig und das sind so Kleinigkeiten, ne? So wirklich Kleinigkeiten. Jetzt zum Beispiel diese Box, die jetzt vom A Friendly Reminder Buch, dass die Box von der Innenseite, wenn du die aufmachst, dass sie schwarz ist. So absurde Dinge, aber das sind so, für mich sind das so qualitativ sehr wichtige Sachen, dass es zum Gesamtbild passt. Ja. Und auch in der Fotografie natürlich genauso, ne? Dass so Bilder müssen das und das und das und das. Ja. Fühlst du dich wohl als Marke Pascal Courouge? Weil du hast damit ja dann ja auch eine Strahlwirkung und im Zweifel vielleicht auch so eine, ja, Vorbildfunktion für eine nächste Generation. Ja, Vorbild. Das sind zwei Fragen in einem, ne? Ja. Also erstmal die, ob du dich wohl fühlst. Ja, schon. Es schwimmt ja bei mir, muss man sagen. Das ist ja das, keine Ahnung warum auch wieder, aber es ist wahrscheinlich auch, hängt auch mit meinem Wesen zusammen. Es winkt ja nichts Negatives damit bei mir mit. Es gibt ja niemand, der sagt, oh, du Assi oder bla oder sonst irgendwas. Oder zumindest sagt es niemand zu mir. Aber hattest du mal Sorge, dass ein zu negatives Image von 187 negativ auf Pascal Courouge abfärben kann? Nee. Ist es ja teilweise. Ist es ja im Grunde, wenn ich sage, so, ich bin bei Blacklist auf Mercedes, dann ist es ja durch die, ja, ist es ja so gesehen passiert. Nee, weil ich trotzdem immer sehr hinter 187 stand und hinter, ich glaube, wenn du hinter den Sachen stehst oder vertreten kannst, dann kann es noch für irgendjemanden negativ, es kann auch für Leute negativ sein, dass ich die ganze Zeit unterwegs bin und nie zu Hause für meinen und irgendwie bei meinem Sohn bin und sonst irgendwas und nicht irgendwie sehe, wie er groß wird, sondern die ganze Zeit nur, oder jetzt, ich fliege auf die Seychellen für ein paar Tage und er bleibt zwei Wochen da, können auch Leute sagen, ah, was bist du denn für ein Assi, dass du irgendwie deine Familie jetzt alleine in Urlaub lässt und du haust nach ein paar Tagen wieder ab, weil du arbeiten musst, so. Ja, aber ich habe mich ja da, also es ist ja alles, ich habe mich ja dafür entschieden, es ist ja mein Leben, es ist so, ey, natürlich arbeite ich ziehe es vor, weil dadurch verdiene ich Kohle und kann dadurch meinem Sohn mehr, ich mache das ja auch für die teilweise. Ja. Ich brauche das alles nicht. Ich kann eine Einzimmerwohnung haben, kann von Sozialhilfe leben und mir ist scheißegal, ich kann ganz am Playstation spielen und ich wäre auch genauso ein glücklicher Mensch. Also ich brauche im Leben nicht viel zum was weiß ich.
Und es ist ja so, ja, aber ich biete denen ja dadurch irgendwelche Möglichkeiten und gebe ihm neue Möglichkeiten und alles Mögliche. Also wenn das Sinn ergibt. Ja, voll. Ja. Also ich finde, genau da sind ja auch die Punkte, die man vielleicht nicht versteht, wenn man von außen auf nur einen Blickwinkel voll auf dich guckt. So, ich glaube auch nicht, dass alles positiv ist. Es kommt einfach nur nicht an mich ran. Also ich weiß auch, dass viele Leute bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, das wird dann halt an Ellen oder so reingetragen, dass die Leute sagen, ey, guck mal, Pascal, das und das und das oder bla und hier und da. Und ja, der Lifestyle, den 187 führt und den zu dokumentieren, da ist man schon sehr nah am, ja, an der Dark Side of Life und sich da trotzdem immer davor zu beschützen. Ja, aber, dass das, man dieses, aber was ist denn der Dark Side of Life bei 187? Ich meine, die machen Musik, die sind Millionäre, also... Ich glaube, es geht um den, damit meine ich den Lifestyle, ja, okay, der dokumentiert wird, ja, über gut, Bilder, ja, und nicht deine, okay, Innensicht, ja, auf die Typen, ja, sondern das stimmt. Bild, was die Leute von außen natürlich sehen. Ja, das stimmt. Und das ist der Typ, der dann in seinem Buch erzählt, dann war ich gerade im Stripclub und bin wieder dahin, und dann war ich dort, ja, und dann war ich dort. So, es ist wie ein Kinofilm, das, was du beschreibst. Und auch dieses Buch ist wieder wie so ein kleiner Kinofilm. Schön. Ja. Das ist gut. Willkommen in meiner Welt. Wir reden darüber jetzt nochmal. Ja, über das Buch. Ja, denn, ja, deswegen sind wir auch hier. Ja. Aber... Lass mal gucken, ob es angekommen ist. Ja, sollen wir rübergehen? Das ist das Lustige, man kann ja erzählen, wir wollten eigentlich letzte Woche schon sprechen, dann war es sehr beschissen, dann haben wir gesagt, ja, nee, wir verschieben noch mal ein kleines bisschen. Dann war auch das Buch noch gar nicht, das wusste Buch, man noch gar nicht. Genau, dann hast du mir vorgestern erzählt, Buch kommt genau an dem Tag, ja, genau zu der Uhrzeit, großartig. Dann hat es die Nacht so gewittert und gestürmt, dass ich mir dachte, okay, Wetter hat trotzdem beschissen, aber wenn es sein kann, dass wir wirklich noch dabei sind, wie das Buch kommt, dann haben wir so eine traumhafte, aber es ist wie geskriptet. Dann Daniel und morgen, denen geht das Herz auf, wenn sie dann das Endprodukt sehen und denken. Ey, weißt du, wie es hier ankommt? Hier kommt ein Lastwagen vor der Tür und dann lädt er so Paletten aus. Dann meckert er, ey, Digi, ich war doch schon mal hier. Wir müssen das jetzt irgendwie, wie kriegen wir das denn da hoch? Ich so, ja gar nicht, per Hand. Und dann wird das alles, aber wir können das dann. Oh, Jungs, ihr wisst, jeder von euch. Der muss, ne, geschleppt werden. Moini, du hast bisher am wenigsten gemacht hier. Das heißt, du kriegst die meisten Kartons dann ab. Ja. Ja, genau. Also der größte Teil der Bücher geht zum Glück nach Norderstedt, aber der 500 Stück kommen hierher. Ach, das geht ja. 400 oder 500 Stück. Das sind 20 Kartons, dick, ne? 30. Oh, 20 Kartons? Mehr? Wie viel sind in einem Karton? Weiß ich nicht. 4? 3? Du wolltest, warum sollten wir nochmal hier bleiben? Nein, ihr könnt auch gehen. Also, die Frage ist, ne, das kommt ja zwischen 13 und 15 Uhr. Ja. Also ich hoffe, dass es nicht 15 Uhr wird. Ja, ach du, wir warten mal drauf. Und dazu kommen ja noch die Boxen und so. Die kommen auch noch. Ja, kommen alles. Alles kommt hier. Ich verpacke ja alles selber. Und hast du noch, hast du die ganze 187 Straßenbahn angerufen, damit sie mit Packen hilft? Oder machst du das alles alleine? Nee, das mache ich alles alleine. Das warum? Ist auch, ich kann das nicht abgehen. Warum machst du das alles alleine? Warum gibst du diesen Nerv, das zu machen? Warte, kann ich dir das irgendwo zeigen? Wo ist das? Das ist bei Miles im Zimmer. Ah, nee, warte, es gibt eine da oben, das ist zu kompliziert. Ich bin so verkorkst in meinem Kopf, dass es mir wichtig ist. Ich tue das jetzt. Ich zeig dir, warum. Es ist wirklich, es ist eine Krankheit wahrscheinlich. Gott, das ist die alte Box, ja? Ja, die habe ich sogar beim... Das ist die erste Box, die es gibt. Die hat Miles, seine Box. Ich weiß jetzt nicht, weil ich das letzte ein bisschen dran rum war. Also, es war mir wichtig, dass wenn du es aufmachst, oh Gott, das habe ich jetzt, ich habe das letzte so reingeschmissen alles. Eigentlich ist es nämlich anders. Dass das als erste ist, was du siehst, diese Danksagung. Dann hast du das, was eigentlich so rumliegen sollte. Ja. Dann ist dieser Hinweis, dass du da so eine Folie abmachen musst. Dann hast du noch dieses Bild, dann ist das Bild, dann kommt das T-Shirt. Dann kommt der Schuber, der so rum in dieser Dings. Das ist mir wichtig, wie es drin ist. Und dann gibt es Leute, die packen das und dann machen die das so. Und so, also so wäre es jetzt richtig gewesen, aber dann waren da noch Sticker drin und dann... Das, und da, so Kleinigkeiten. Das nervt dich. Das nervt mich. Und das muss alles
T-Shirt muss ordentlich gefaltet sein, das muss alles ordentlich sein. Das ist eine ganze Experience, wenn du dieses Scheiß aufmachst. Und darum mache ich es alles alleine, weil dann sind da so Freunde von mir, die mir helfen und dann packen die es irgendwie anders und dann sehe ich das und denke so, ey, nein, das muss aber so und so und so und so. Und ja, darum mache ich alles alleine. Ich bin wirklich, das ist wirklich eine Krankheit. Aber ich gebe es diesmal, wird es zum Teil mit verpackt. Das wird mir auf jeden Fall geholfen. Ja, aber ist ja auch fair, weil das wäre irgendwann wär's bescheuert. So. Ja, das ist auch. Ich weiß ja auch, dass es dumm ist. Trotzdem verstehe ich die Idee dahinter. Ja. Und die steckt ja dann im Zweifel auch in jeder Seite. Denn du schreibst die Texte selber, suchst die Bilder selber aus, layoutest du auch selber, drucken kannst du nicht selber, aber bist trotzdem in der Druckerei und guckst dir an, wie sie es machen. Ja. So. Was ist deine, woher kommt diese Faszination für das Buch? Warum, also generell für Bücher, wo kommt das her? Weiß ich nicht, ich wollte es immer machen. Ich wollte immer ein Buch machen und dann hat es so viel Spaß gemacht. Und dann, aber es ist so, es ist ja, es ist ja aber nicht, auch, vielleicht ist es auch, weil ich habe ja nie was in der Hand für meine Arbeit. Ich sehe klar, meine Bilder sehe ich auf Instagram irgendwie oder hier und da und bla. Und, aber das ist so, du hast was in der Hand, du kannst da drin rumblättern, du kannst im Bücherregal, du kannst nach 5 Jahren nochmal wieder rausnehmen und nochmal rumblättern. Ich gucke mir die ja auch selber nicht. Ich gucke mir die selber ja nicht richtig an. Also ich dachte irgendwann zum Beispiel, es gab noch nie einen Moment, ich glaube, es gab nur einen Moment, wo ich mich, dieser Moment, dass du dich, wenn du dieses Buch gemacht hast und Snapshot Stories war fertig, das erste Buch, ich setze mich hin, dachte ich und gucke dieses Buch durch und denke so, boah, krass. Und so, nee, ich war dann hier, dann da, dann verschicken, dann Ausstellung, dann das. Es gab nie wirklich den Moment, wo ich mich mal richtig hingesetzt habe und eins meiner Bücher selber komplett durchgeblättert habe. Ja. Und aber du kannst das irgendwann. Irgendwann hoffe ich, dass ich es kann. Irgendwann, wenn, und dann denke ich so, krass, war ja doch ganz nice. Da war schon der nächste Hinweis zum nächsten Buch. Ja. du hast jetzt was bei dem neuen Buch auch. Hast du es bis zum Ende durch? Ja, aber ich. Aber das ist dieses Hand, in dem Handgeschriebenen. Ja. Ne? Ja. Und da steht der Titel vom nächsten Buch drin. Krass. Also miteinander krass, muss ich, dann habe ich es nicht intensiv genug gelesen. Muss ich leider mal nachgucken, dann weiß ich es vielleicht. Aber heißt auch. Du wirst als Hip-Hop-Liebhaber wirst du es wissen. Ja, dann gucke ich leider mal nach. Aber das heißt auch, dass es gibt nächstes. Naja, es gibt ja 3 Bücher eigentlich. Das A Friendly Reminder waren eigentlich 3 Bücher. Das war, ich habe mich während Corona dachte ich so, habe ich mich hingesetzt, so wieder geschrieben, im Dings auch, ey, und habe gedacht, okay, ist Zeit für ein neues Buch. Dann habe ich alle Bilder rausgesucht, habe so über Monate ging das wirklich, habe alle Stories geschrieben und habe es dann in ein Layout gepackt. Und dieses Layout, diese InDesign-Datei, hatte 1200 Seiten. So, das hier ist so das Maximum an Seiten, wenn es danach bringt es einfach keinen Spaß mehr zu blättern, weil es zu dick wird, weil es zu... Knapp 400 sind das. Genau, und das sind knapp 400. Das sind 440 Seiten. Und dann habe ich gesagt zu dem anderen Buch, A Friendly Reminder, okay, 1200 Seiten, durch 3 sind 400 Seiten pro Buch. Ja. Also, ich hatte 3 fertige Bücher in dieser InDesign-Datei. Dann habe ich diese eine InDesign-Datei abgesplittet schon, habe die bei 400 gecuttet, wo es Sinn macht, so ungefähr. Und die anderen, aber das war ja alles weg. Es war alles fertig, es war alles geschrieben, alles gelernt. Das hat ja so krass reinge... Ja, aber erzähl die Geschichte nochmal. Die hast du ja zwar öffentlich gemacht, aber hier für die Zusammenfassung der Geschichte. Das Ganze ist geklaut worden. Das Ganze ist geklaut worden. Wir waren in Barcelona, haben das... Also, ich war hier, habe an diesem Buch gearbeitet. Das Buch war immer, ich bin eigentlich so ein Backup-Nazi. Ich habe da einen Koffer, da sind 1000 Festplatten drin, alle doppelt, dreifach hier und da. Und ich habe aber an Sachen, die ich arbeite, was so ein laufender Prozess ist, habe ich meist nur entweder lokal auf dem Rechner gespeichert oder halt, wie dieses Buch, auf so einer Platte. So, diese Platte war, das Buch war aber zu groß, um es auf dem Rechner noch zu speichern oder auch in irgendeiner Cloud zu speichern oder sonst irgendwas, weil das Buch hatte fast 2 Terabyte mit diesen ganzen Dingern und so. Und ich hatte das immer auf dieser einen Platte und habe die aber eigentlich immer nur zu Hause liegen gehabt. Dann kam der Anruf, wir müssen nach Barcelona, Palmos Plastik 3 Cover shooten. Ich so, ja, okay. Ich packe meine Tasche und denke so, ah, fuck, ich habe ja gar keine freie Festplatte mehr. Für ein Backup. Denk dann, war aber auch so last minute, ich hatte gar keine Zeit oder zu kaufen, bla, gar keine Zeit. Hab dann diese Buchplatte gehabt, weil ich gerade an dem Buch auch gearbeitet habe. War so, hä? Ja, ein bisschen passt da noch auf, das passt schon. Dann nehme ich die Buchplatte mit. Dann kann ich auch gleichzeitig noch an dem Buch arbeiten.
Wir fahren nach Barcelona, alles easy, Location, bla bla bla, sprühen die Treppe noch an. Ich sitze abends im Airbnb, wir haben so ein Airbnb gehabt. Ich gucke noch einmal, mache so letzte Änderungen am Buch, mache so Dings. Ich schreibe eine E-Mail, ich kann dir diese E-Mail zeigen, an diese Druckerei. Ey, ich bin endlich fertig. Es war 23.48 Uhr oder sonst irgendwas. Ich habe das Buch durchgeguckt, ich habe ganz genau, ich habe das durchgeschaut. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, wo ich dachte so, boah, krass, geil, Alter, es ist fertig, ich bin super happy, es ist alles so, wie ich es wollte, perfekt, geil, dies und das. Und ich mag 2017, aber 2017 hat nicht so das Gefühl ausgelöst wie bei Snapshot-Stories bei mir. A Friendly Reminder hat wieder dieses Gefühl in dieser Airbnb-Wohnung in mir ausgelöst. Ich war so happy, hab der Druckerei geschrieben, ey, guck mal, ich brauche ein neues Angebot, könnt ihr mir nochmal eins schicken, die fährt finale Seitenzahl ist so und so viele Seiten, bababababababab. Nächsten Tag, wir shooten das Ding, alles ready, wir parken, hier ist so, hier ist die Straße, ja, hier ist dieser Strand, hier ist die Treppe und hier steht unser Auto. Und diese Straße ist aber so zweispurig, in der Mitte ist noch so eine, sagen wir, hier ist eine Straße, hier ist eine Spur, in der Mitte ist so eine Verkehrsinsel mit so völlig bewachsen. So, wir gehen zum Auto, laden alles ein. Hier ist ein Café, das ist ein Café. Und laden alles ein und sagen so, okay, wir haben noch ein paar Minuten, lass zum Airbnb fahren, unsere Koffer holen und dann wollen wir noch kurz einen Kaffee trinken. Wir gehen mit allen Leuten über diese andere Straßenseite, holen Kaffee to go. 6 Minuten waren wir weg. Du kannst auf dem Kassenbon, siehst du, 6 Minuten sind. Wir laufen zurück, Scheibe eingeschlagen, alles weg. Alles weg. Digga. Hattest du schon mal Depressionen in deinem Leben? Ja, bestimmt, aber da auf jeden Fall. Ja, da, nee, da, ja, doch, ja. Aber in dem Moment gar nicht. In dem Moment erstmal so war ein bisschen, boah, fuck, Alter, das war mein erster Gedanke, das Buch ist weg. Ja, aber das muss doch eine Leere auslösen, die du ja gar nicht, den ja, Schmerz, aber, den. Ja, dann war so ein bisschen erst der Gedanke so, okay, krass, ich kann mich jetzt in dieser Leere verlieren und kann sagen, okay, scheiß drauf. Oder ich sag, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Weil wie willst du es sonst, es bringt nichts. Du schiebst es immer weiter weg. Du kannst sagen jetzt so, oh fuck, Alter, dann traust du 12 Monate, machst du entweder gar kein Buch mehr und dann wird, wie willst du, wann soll ich das neue Buch machen? Soll ich dann jetzt ein Buch machen von 2023 an bis irgendwie und diesen ganzen Part dazwischen, der ja auch so krass war, soll ich den einfach DJ Khaled, David Beckham, 187 ganz viel, wer ist noch drin, Tiger ist drin, keine Ahnung, was für Storys da jetzt gerade drin sind, aber soll ich diese ganzen Storys jetzt nicht erzählen und dann irgendwann irgendwo mittendrin anfangen, ein Buch zu machen, weil es ja eigentlich Snapshot-Stories, das fängt ja an im Grunde, wenn Snapshot-Stories aufhört, wo ich wieder in Deutschland bin. Das letzte Bild in diesem Buch ist das erste Bild in A Friendly Reminder. Also es hört ja wirklich genau da mit dem Wolke 7, ja. Covershooting, ist ja das. Ja. Das Bild ist, das erste Bild in A Friendly Reminder ist, glaube ich, eins dieser Bilder auf jeden Fall. Genau. Und willst du dich dann irgendwie in ein Jahr zurück, also und dann willst du jetzt irgendwie trauern, ein Jahr verschwenden und dich dann wieder ins Buch ansetzen? Da, mit dem Mindset bin ich da rangegangen. Dann saß ich hier, denke so, ich fange an. Wie schnell warst du wieder da bei diesem Mindset? Also wie lange hat das gedauert? Von 5 Minuten. Ernsthaft? Ja. Krass. Und dann saß ich hier an diesem Rechner und habe angefangen und dann kam die. Fuck, das war nicht so wie da. Das war scheiße, das ist kacke, ich kann das nicht machen. Dann kam die Depression, dann ging es los. Dann war es richtig so, fuck, dieses Mindset funktioniert nicht. dann habe ich es richtig lange liegen gelassen. Dann habe ich irgendwann gedacht so, fuck, Alter, aber es bringt ja nichts. Was soll ich jetzt machen? Ich muss es machen. Es geht, führt keinen Weg drumherum. Dann habe ich mich wieder rangesetzt. Dann war ich wieder unzufrieden. Dann habe ich mich wieder rangesetzt, war wieder unzufrieden. Dann habe ich mich da so halb durchgekämpft. Hab im Kopf aber immer verglichen, fuck, wie war es damals? Hab immer noch geguckt, gibt es noch irgendwo irgendwas, was ich finde? Es gibt nichts, es gab nur die Texte. Mehr gab es nicht. Immerhin. Vom ersten Buch aber nur, nicht von allen. Oh. Weil die waren in der Cloud, weil die habe ich nochmal weitergegeben zu korrigieren. So, aber nur vom ersten. Und das war immer das, die Texte waren auch immer gleichzeitig das Schwierigste, aber ich konnte mich so ein bisschen an den Texten entlanghangeln. Aber ich wusste gar nicht mehr, welches Bild war, welcher Text oder sonst irgendwas. Aber das konnte ich so ein bisschen, okay, Und dann der entscheidende Moment, aber da war ich echt, da habe ich echt geschludert und war so, fuck, Alter, soll ich es vielleicht, ich war kurz davor, scheiß drauf, dann mache ich es halt nicht so, mache ich gar kein Buch mehr. Also da war ich echt schon so depressiv. Und dann gab es aber der Moment, wo ein Kumpel von mir, Lasse, und es gab irgendwann nur einen Moment, wo ich meinen Bildschirm abgefilmt habe und meinte so, ey, ich bin fast fertig und habe ein Video geschickt von dem Buch. Und es waren so 2/3 des Buches. Und dann meinte er irgendwann so, ey, guck mal, was ich gefunden habe und schick mir dieses Video zurück. Und ich war so, hä? Krass, Alter. Und dann habe ich so dieses Video runtergeladen aus WhatsApp und bin so wirklich
mit so Stopp, nächste Seite, check, 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 nachgebaut, Stopp, nächste Seite, check, check, check. Und dann dadurch habe ich dann so einen Flow entwickelt, dass der restliche Drittel, den ich dann, konnte ich dann nochmal so, und dann habe ich was, oh fuck, habe ich das rausgezogen? Nee. Und dann ging es aber so weit, dass ich sogar angefangen habe, Sachen nochmal umzubauen und umzustellen. Ja. Und aber dann warst du wieder drin. Dann war ich wieder drin, ja. Dieses Video. Ja, das Video hat meinen Arsch gerettet. Aber ich weiß es nicht, wie es bei... Also es ist der Name des neuen Buches steht drin, habe ich schon gesagt und so. Aber aktuell weiß ich nicht, ob es ein neues... Vielleicht, es wird eins geben irgendwann, aber ich weiß nicht, wann. Ich weiß nicht, wann ich, ob ich, wann ich diese Kraft habe, das nochmal alles... Das ist noch ein anderer Punkt, weil ich glaube, es braucht da... Ich glaube, ich muss einfach weg. In meinem Traum, in meiner Traumwelt gehe ich nach New York, wo alles angefangen hat, chill dann einen Monat in irgendeiner Wohnung und schreibe dieses Buch. Und ja, ich glaube, es braucht einen anderen Impuls, weil das Buch und das neue Buch sind alle in einem ähnlichen Impuls, in einer ähnlichen Szenerie entstanden, glaube ich. Und ich glaube, ich meine, das kann man ja mal offen, ich habe mir das ja durchgeguckt und du hast mir ja geschrieben, so wie ich es im Vergleich zu den Vorgängern finde. Weil ich ja schon, da merke ich, wie wichtig dir das ist. Ey, voll. So, voll. Und auf der anderen Seite aber auch. Das ist halt auch so ein Segen und Dings, ne? Digga, dieses Feedback, was ich zu Snapshot-Stories bekommen habe, ist halt so krass. Und ich meine, Arte Tracks hat eine Doku drüber gemacht. Ja. Über mein erstes Buch. Und ich bin so, Philipp Gladson, kennst du? Auch Fotograf? Nee. Der wollte auch so ein Buch machen. Der meinte so, ey, ich tue mich voll schwer, weil du hast da so ein Masterpiece hingelegt. Und ich so, ja, aber ey, das war mein erstes Buch. Ich laufe selber die ganze Zeit dem ersten Buch hinterher. Ja. Also von der Dings. Und ich weiß, dass dieses Buch ist auf jeden Fall so, wie ich es haben wollte, aber es kommt nicht daran ran, was schon damit zusammenhängt, dass einfach, dass es diese Kapitelunterteilung gibt, dass man sagt, okay, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt Splash, dann kommt dies. Also es ist alles so ein bisschen Philippinen und immer so. Dann habe ich mich da ja wieder entschlossen bei dem neuen, okay, ich mache es chronologisch wieder, ich mache es nicht im Kapitel. Und das ist so, ist auf jeden Fall super, super schwierig. Und ja. Der Unterschied, und das habe ich dir auch gesagt, da ist es der junge Pascal, den kein Schwanz kennt, der da hingeht und einen geilen Einblick kriegt. Hier ist es der Flug, in dem du, wo der Flieger abhebt. Ja. Und das neue Buch ist ja dann aber ein nicht weniger persönlicher Blick eines Starfotografen auf seinen Celebrity Lifestyle, weil das ist es ja nun mal, wenn man mal ehrlich ist. Ein Highlight nach dem anderen, eine große Persönlichkeit nach dem anderen. Ja. Du erlebst in diesem, allein in dem, in allen drei Büchern, aber vor allem allein im letzten Buch erlebst du mehr als 95% der Menschen einfach nur eine Seite davon in dem Leben erleben wollen. So, und ich glaube, deshalb ist es nicht weniger krass und nicht weniger persönlich, was aber auch an den Wörtern, was an den Vorwörtern und auch Abschlusswörtern liegt. Ja. Da werde ich mal persönlich dann, ne? Ja, also. Das ist wirklich so, die Dings, die sind immer so da. Da nehme ich mir auch richtig viel Zeit für, diese Vorwörter zu schreiben und so. Ja, ist aber auch. Du bist ja sonst nicht so... Nee, null. Also doch, bin ich schon viel, aber ich zeig das nie nach außen. Genau. Ich beschäftige mich schon sehr viel mit sowas. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du am Ende so tickst, wie du tickst und warum du auch bei anderen Menschen so ankommst und so funktionierst in Situationen, weil du diesen Kern in dir hast, ihn aber zu selten rauslässt, dass die Leute halt einfach nur den strahlenden, lächelnden Pascal Kourouche sehen, der sich durch, über einen Absperrbändchen nach dem anderen rüberhüpft. Ja. Aber das ist auch dieses Zusammenspiel wieder, was ich vorhin meinte, mit extrovertiert und introvertiert sind so. Das ist ja so die introvertierte Seite. Das ist, wenn ich alleine hier sitze, kein Mensch um mich rum ist, irgendwie einen Joint rauche und so in meinen Gedanken für mich bin. Warum sind es keine 1200 Seiten wieder geworden? Oder sind es 1200 Seiten? Naja, die anderen gibt es ja noch. Also das war ja gesplittet in drei Bücher. Ja, und das ist aber das ist Teil 1 so gesehen. Also das heißt, der Plan war eigentlich, diese Bücher... drei Bücher rauszubringen nacheinander. Und A Friendly Reminder wäre so ein Dreiteiler geworden, so gesehen. Aber jedes hat einen anderen. Also die anderen, das eigentlich muss noch gemacht werden. Ich weiß nicht. Es muss eigentlich gemacht werden. Aber die gehen dann noch in diese Epoche? Ja, das geht noch weiter. Die Festplatte ist voll. Dann musst du es machen. Das ist, weil, wo hört A Friendly, was das letzte Bild ist, glaube ich. Boah, du fragst mich jetzt mal Fragen. Ich habe nachts um eins dieses Buch durchgearbeitet. Jetzt muss ich es noch. Aber ich kann dir jetzt, soll ich einmal kurz auf meinen Laptop gucken? Ich kann dir jetzt genau, pass auf. Ich wusste nicht, ob das handgeschrieben ist, ob es zu privat ist tatsächlich am Ende. Ich habe mich schon bewusst entschieden, das handgeschrieben zu machen, aber ist es? Finde ich nicht. Ich finde es wichtig. Und das ist auch ehrlicherweise das, weil du mich ja gefragt hast, was ist dann zu halt einem, also deinem Buch macht und nicht nur der Ansammlung von Fotos.
Ah, nee, warte mal, ist das hier? Aber ich finde, das muss doch auch sein, weil du kehrst ja mit dem Buch ja schon dein Leben und damit auch deinen Blick auf dein Leben nach außen. Und wenn du einfach nur Fotos aneinander reißt, dann kann man auch deinem Instagram-Account folgen. Das stimmt. Fuck. Aber es braucht ja schon die Geschichten und die Worte. Ist das Buch weg, oder? Nee, ich muss schon gerade gucken, einmal, wo das ist. Eigentlich ist es hier bei Buch 3, Capture, und dann müsste es eigentlich in einem dieser Ordner sein. Und dann siehst du nämlich diese ganze Struktur. Oder sind hier noch bei uns New York? Ne? Das ist der falsche Ordner. Aber das heißt, du hast aus dreien, die weg waren, erstmal, also du hast dann erstmal wieder von vorne angefangen und hast erstmal die 1 gemacht, aber 2 und 3 gibt es theoretisch trotzdem noch, aber die sind noch nicht fertig. Ja. Aber du hast zumindest die Bilder. Ja, die Bilder habe ich. Aber es gibt halt davon und, den, und ein paar Texte. Denen, nee, da gibt es gar nichts mehr. Null. Nur die Bilder. Nur die Bilder. Es gibt irgendwo einen Ordner, vielleicht heißt er Sortieren. Nee, heißt er auch nicht. Doch, Sortieren Jesus Forst. Fuck, schade. Im Output, hier ist es im Output-Ordner. So, pass auf, Empty Name oder, doch, Empty Name ist es. Bam, guck mal. Das ist das komplette Buch, das sind alle drei Bücher. Wir reden von 58, nennen wir es Kapitel, ja. Abschnitten. Wir sind bei 26. Das heißt, das Buch endet mit Raiz und Los Angeles. Hier ist 26 noch Porto, das fehlt noch, weil das hat vom Platz her nicht gepasst, darum ist Raiz weiterhin. Es gibt noch J-Rock-Film, es gibt den ganzen Meek Mill-Philadelphia-Film. Krass, stimmt, es gibt, Alter. Es gibt Sachen mit Raff in Japan, es gibt das Alex-Solo-Album, es gibt die ganzen Klepto-Sachen, dieser ganze Klepto-Drop, da weiß ich nicht, wie viel da vorankommt. Honda Civic, die Zeit, es gibt nochmal tausendmal LA mit Klepto, es gibt Lewis Hamilton, es gibt Palmos Plastik 2 war da drin, ja, es gibt Palmos Plastik, noch die Zusatzsachen alle. Es gibt das nächste Jesus-Album, was einfach Jesus hieß es, glaube ich, oder? Das gibt es noch alles. Es gibt Miami mit Fast and Furious 9, es gibt die Call of Duty-Kampagne mit Enno und mit Luciano. Es gibt Trinidad, diesen Dreh mit Bones, es gibt Concrete Cowboys, wo ich das hier mit Kwame und Tom Hengst. Es gibt die ganze Hollywood-Album-Produktion, gibt es irgendwie 1000 Sachen aus Hamburg. Alex nochmal Album irgendwie. Libanon, die ersten Trips, das blaue Lichtding, es gibt Bilder von irgendwelchen Waffenständen und das ist ja, es gibt 187 Mexiko Sampler, das ist ja alles und danach kommt ja noch mehr, es kam ja noch mehr, mittlerweile gibt es noch mehr, also es hört ja nicht auf. Ja. Sampler 5 hier auch wieder, die ganzen Sachen gibt es, die ganzen Geschichten dazu im Libanon, es gibt Jesus bei seinen Albumaufnahmen noch, Gaso-Kollektion Sachen, nochmal Libanon irgendwie, Istanbul mit, ne? Du kannst nicht auch für Bücher zu machen. Digga, es ist einfach, wie gesagt, es sind, wenn man es runterbricht auf eine Zahl, sind wir bei 58 und jetzt sind wir aktuell veröffentlicht 26. Aber da sind wir ja auch wieder bei der Highlight-Dichte, die du in deinem Leben hast. Ja. Kannst du eigentlich jeden dieser Momente noch genießen? Oder brauchst du dafür hier die Bücher? Ich kann die noch genießen. Ich bin sehr... Da bin ich, das kann ich. Waren nicht die Bücher. Nee, waren nicht die Bücher. Ich dachte schon. Aber kannst du die Sachen noch genießen oder brauchst du dazu die Bücher, um es wirklich zu genießen? Ich kann Momente so krass genießen. Ich freue mich richtig auf so. Ich war gestern, ich freue mich über voll viele Sachen. Ich habe vor 2 Tagen habe ich mir ein Fahrrad gekauft. So absurde Sachen und ich freue mich wie ein kleines Kind darüber. Und so, jetzt habe ich irgendwie, und dann habe ich ja, gestern war ich bei Murder Inc., dem Tattoo-Studio von Bones, habe so Leute tätowiert. So Sachen, ich kann sowas voll genießen. Jobs auch, ich finde sowas super. Also ich kann das komplett. Also ich bin da wie so ein kleiner Junge immer noch, der sich über jede Kleinigkeit im Leben wie so ein kleiner Junge freut. Immer noch. Also da brauche ich die Bücher gar nicht für. Bücher sind dann immer mehr so, das ist gar nicht so, das ist eher dann, wenn ich dann so schreiben muss und so, das ist eher so Stress teilweise. Gar nicht mal so Stress, aber so schon Arbeit mehr. Mehr als das wirklich zu machen und da dann so rumzuturnen und sich zu freuen. Das so während der Bücher ist und man schwebt man nochmal in so eine Erinnerung, dann weiß man nochmal irgendwie so ein bisschen so, krass, cool, ja, das war ja ganz witzig und so. Aber so die eigentliche Freude und so, das ist schon beim Geschehen ist das schon so, ja. Wir brauchen das Abschlusswort. Oh, das willst du jetzt sehen, ne? Mal gucken, ob du das weißt.
Würdest du es einmal vorlesen? Oh, nee. Weiß nicht. Lest du vor. Okay. Hä, warum geht es nicht auf? Buch kaputt. Ist ja egal, ist ja schon gedruckt jetzt. Digga, ich war dieses Buch. Oh Mann, Alter. Hä? Bisschen absurd gerade. Ich lade die PDF. Warte, ich hab's auch als PDF hier drauf. Stimmt, ich kann einfach die PDF aufmachen. Wie heißt das Buch? A Friendly Reminder. Ist wahrscheinlich bei Fotos. Abgabe. Und das ich bin schneller. Druckdatei. Hier ist es doch. Ich bin schneller. Bam. Bam, Mist. Zack, zack. Das ist halt gemein, weil es so handgeschrieben ist. Mhm. Ist das deine Handschrift? Das ist meine Handschrift. Wieso? Also. Wie absurd wäre das, wenn ich was handgeschrieben ist? Das ist ja schon persönlich. Ja. Und dann jemand anderes das schreiben lasse. Und schon. Nee, lese doch nicht vor, oder? Das ist halt mir unangenehm. Das ist halt so ein Dings. Das ist schon unangenehm. Okay, wir lassen es bei den Leuten, die das Buch kaufen. Aber okay, die Qualität ist hier ein bisschen kacke, weil es ein komprimierter Datei ist. Aber weißt du, hast du es gelesen? Liest du es gerade? Ich lese es jetzt nochmal. Da hatte ich einen emotionalen Moment. Ich habe es tatsächlich auch Freunden geschickt und meinte, ist es zu cringe oder kann man es lassen? Und dann meinte die so, nein, ist gut, lass. Du findest es ja auch gut. Ja. Oder? Ja. Ja. Nicht gut erkannt. Oder erkennt man, ne? Ja. Also als Hip-Hop-Fan? Ja. Soll man es jetzt sagen oder so? Nee, nicht lass sagen? Mal. Das finde ich geil. Das regt die Leute jetzt richtig auf. Ja, ne? Fändet ihr schon raus, wenn ihr wollt. Aber krass, war direkt klar. Viele Buchtitel und dann hast du genau aufs Richtige gezeigt. Ja, aber als Hip-Hop-Fan, oder? Weißt du, womit es verknüpft ist auch? Ja. 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 Mit dem habe ich genau darüber geredet auch. Ja? Ja. Krass. Aber ewig her. Also da war ich, glaube ich, 18. Ja. Oder 17. In der großen Freiheit. Ach so, krass. Ja, krass. Ja. Mit dem habe ich vor kurzem, für ein anderes Projekt, habe ich mich mit ihm getroffen. Und? Hat leider nicht geklappt, weil er nicht in der Zeit in New York war. Wegen diesem Porsche-Ding? Ja. Geil. Aber geiler Typ. Ich saß in Brooklyn in so einem krassen, süßen, überhaupt nicht passenden Café. Wie geht's ihm? War gut. Ja? Ja. Ist er noch? Das ist so geil, das ist so beschissen für alle. Das war geil. Ist er noch cool? Ist er... Ja. Ja? Ja. Wirkte entspannt. Ja. Sehr entspannt. Okay. Ja. Aber ist auch nicht broke, hat Kohle, ne? Ja, scheinbar. Also ja, das war auf jeden Fall kein Abwrack-Brooklyn, wo wir da waren. Okay. Das war das schicke Brooklyn. Okay, nice. Mit dem Park und den Familien und so. Das ist ja immer so eine Sache bei der älteren Generation, dass da manchmal... Da gab es ja auch damals nicht so viel Kohle, die wurden ja alle über den Tisch gezogen. Das ist aber total interessant zu sehen. Ich komme jetzt auch gerade vom Festival in Serbien und habe mit Onyx halt Zeit verbracht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, denen dabei zuzugucken, wie die im Alter ein komplettes Festival und auch eine komplette Bühne anders abreißen als alle anderen 20 Acts, die ich in 2 Tagen vorher auf dieser Bühne gesehen habe, das kannst du nicht lernen. Ja. Das hast du in der DNA. Und ich glaube, das, was du mit jedem Buch machst und wie du deine Geschichten erzählst, auch das kannst du nicht lernen. Das liegt halt in deiner DNA, in der Art, wie du bist. Ich freue mich aufs Nächste. Den Titel kenne ich. Ihr vielleicht auch, wenn ihr schlau seid. Und wir warten jetzt darauf, dass die Bücher kommen. Ja? Aber ich warte jetzt so lange, bis die Bücher kommen. Okay. Aber das Gespräch beende ich an dieser Stelle. Okay. Ich danke dir. Ich danke dir. Es war sehr geil. Und ihr da draußen, ne? Wenn ihr noch eins kriegt, kauft ein Buch. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ja, gibt noch welche. Ja, meinst du? Ja. Wie viel hast du gemacht? Gar nicht so viel. Ah, doch, ich weiß gar nicht. Ich muss mir einmal einen Überblick verschaffen. Ich habe ein bisschen Überblick verloren. Ja. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ist ja bei so Büchern ja auch so ein bisschen eine Frage. Das Ding kostet nicht, das kostet nicht so viel wie eine CD zur Produktion. Das ist teurer. Ja, wollte ich sagen. Und das ist das, was die Leute halt immer nicht unterschätzen dürfen. Und dazu kommt, ich kann halt nicht zu viel, ich habe ja keinen Lagerplatz. Ja. Also. Ich muss ja alles so, ja. So, pass auf, ein paar Kartons. Ja, okay, aber.
Danke, Pascal. Das ist wie immer eine Ehre. Es ist soweit. Chef! Sorry. Wie beim letzten Mal. Da sind sie endlich. Da sind sie endlich. Ey, Digga, ich würde wahnsinnig gerne helfen, aber ich muss los. Ich weiß. Alles gut, hast du vorher schon angekündigt. Warte, guck mal hier. Ich muss wirklich los. Aber einmal. Einmal reinluschen. Ja. Das sind die Schuber, ne? Ja. Krass. Er ist immer der liefert immer an. Immer. Ja? Immer er. Bester Mann. Ich freue mich an dich, Alter. Ja. Schön. Ui, ganz schön viel, aber 5 Paletten. 5 Paletten? Ja. Jungs, ich wünsche viel Spaß beim Schleppen. Daniel, viel Spaß beim Schleppen. Moini, du kriegst das hin. Ja. Pack einfach hier genau davor. Ihr macht weiter. Ich muss leider weiter. Hier vor dem Ding. Nico ist weg. Jetzt übernehme ich die Moderation hier. Hier sind die ganzen Bücher. A friendly reminder. Das ist alles, was dazugehört. Und hier ist das erste Mal sogar, dass ich das Buch selber in der Hand halte. Eieiei. Schön, schön. Ja, ne? Das ist krass, ne? Boah, geil. Ah, was für eine Tortur war das, ey. Geil. Hier drin, wahrscheinlich noch, weil es eine andere Größe ist, ist hier noch so eine Box drin. Bam. Und dann kommt da der ganze. Alles auf den Millimeter genau berechnet. Bam. Perfekt, da kommt dann noch T-Shirt drauf, Bild drauf, bla bla bla. Und dann kommt es zu. Und dann ist es super. Geil. Geil, 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 geil. Ha. Oder? Ja. Schön, ne? Komm, so ein Nerd bin ich, dass mir das wichtig war, dass die Innenseite hier und hier schwarz ist. Das ist so, das sind die Details, auf die ich immer achte. Weil wenn es weiß ist, dann ist so, dann sticht das so. Warte, ich habe irgendwo eins, wo es weiß ist. Und das hat mich mega angekotzt. Aber das finde ich jetzt natürlich nicht. Bestimmen kann, dann. Ja. Geil. Puh. Fertig. Nächste Buch. Backspin.